It's undefined, want to know where you are. Why keep you hiding where the sun is dark? The sun is dark. It's only if I want to know where you are.
small talk, faking. I'm caught listening, not sure if I got one word in. You leave no space, no way to say. Wässrig gemacht und wie hat es euch so gefallen? Also wir waren hier gestern richtig geflasht, wo ich so ein bisschen am Anfang hier, wo Chris Roberts geredet hat, nur so ein bisschen Kopfschütteln übrig hatte, war teilweise der Ton, weil es ja dann doch ein bisschen gepoltert hat und der eine auch hätte mal eher einen Popschutz gebrauchen können. Jeder, ich sag mal 0815 Streamer, so wie meine Wenigkeit hier, benutzen Popschutz, aber die benutzen keinen. Fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten war das schon echt große Show. Und Vidi, erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Stream und auf unserem Kanal. Vielen Dank für deinen Follow. Du hast es vielleicht ja eben schon mitgekriegt, die Space Bear und meine Wenigkeit sitzen hier normalerweise und heute haben wir als Gast den... Kangoa, moin Vidi! Ja, alle mit breiten Grinsen sitzen wir hier und lassen das. gut, so schließt sich der Kreis. Mit einem breiten Grinsen von der gestrigen CitizenCon war echt genial. Ich hätte nie gerechnet, dass sie da so viel raushauen. Ich hatte ja schon ein bisschen Angst, dass zum Thema Server-Meshing nichts kommt, aber nein, ich bin da eines Besseren belehrt worden. Schon allein das erste Video
war schon Gänsehaut-like. Ja, also es hat mich schon umgehauen. Ja, fand ich gut gemacht, hier, genau. Auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir dann mal hier durchlaufen lassen. Komm, Chris, red hier zu Ende. Also Robert, nicht unser Quangoa hier. So, komm, ja, dann machen wir doch hier nochmal den Sound an. Ja, wirklich ein schönes Video. Das werde ich mich auf jeden Fall nochmal sichern, definitiv. Und eine kleine Rundtour durch Stanton. Genau. Dann halt Pyro. Ich dachte echt, das wäre ja im Nachgang ein paar Minuten. Wir hatten ja hier gestern gesessen, wohl gesättigt vom Griechen als solches. Und ich sage, naja, das kann ich ja mal so als Intro hier mit benutzen, so die 10 Minuten. Und da guckten mich Bettina genauso wie Quanko an und sagten, wie 10 Minuten. Und im Endeffekt habe ich nachgeguckt, ja, ist über 23 Minuten lang, glaube ich, gewesen. Ne? Ja, da haben sie mal was ausgegeben. Genau, da haben sie mal alles gezeigt, was da so im Hintergrund läuft und nicht läuft. Oder gesagt, ja, eigentlich was alles läuft, ne? Wer die Texte mitgelesen hat, die immer eingeblendet werden, wird dann feststellen, die haben da so ein bisschen gegen Starfield gestichelt. Ja, fand ich schon ganz witzig. Ja, da haben sie sich richtig schön was ausgedacht mit dem Video. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel neue Bäcker es aufgrund ja, solcher Videos oder der kompletten CitizenCon gibt. Wird sich der eine oder andere vielleicht auch noch entschieden haben. Ach, jetzt schlage ich denn doch nochmal zu. Und da ist rechts. Unter der Sitzfläche. Ein so voll ist, ne? Machen Serverstart. Ja, genau. Die alle zum Airport wollen. Na, ich kann ja auch mal ein Stückchen hier nochmal vorscrollen hier. Ja, unsere schönen Wolken. Schönen Höhlen, wo Bettina und mir immer drin übel wird. Schönen Flüsse. Genau, die 10 Eutrigen. Ihre fehlen echt noch. Sekten. Aber vielleicht haben wir ja jetzt dann demnächst die ersten Tiere da drin.
gespannt, wann der Erste sich dann als Jäger betätigt und die Armviecher dann erstmal abknallt. Quantensprung wieder neu designt als solches. Gucken wir mal, ob wir neue Grafiken kriegen. Auf jeden Fall. Ja. Kaffee. Die werde ich mir da auf jeden Fall holen. Ja. Hast du ja gestern auch gesagt, ne? FPS-Zahlen sind auf Horizon wesentlich besser geworden, ne? Ja, na klar. Akzeptabel, sodass ich meine Home-Location durch. Haben sie echt viel dran gearbeitet, aber das hat man ja auch an vielen Videos gesehen, wie sie versucht haben, da einige, ja, Peaks, nennen sie das ja irgendwie, also da, wo plötzlich so ein Ausschlag komplett nach oben ist, also wo die FPS-Zahlen dadurch dann eben einbrechen, ja, das so ein bisschen rauszuziehen und dadurch die FPS-Zahlen wesentlich stabiler machen, ne? Wahrscheinlich der Erste, der sich mit dem Triebwerk gleich in diesen Tentakeln verfängt. Ihr wart auch schon der Crunchpunkt. Haben sie absolut. Ich bin den einen Tag ja hochgeflogen oder hingeflogen und dann bin ich hier durch, ja, diese ersten Tore hier geflogen und dann bin ich einfach nur mal geradeaus geflogen. So nach dem Motto, mal gucken, wie weit man kommt. Ja, der Stream hat dafür nicht ganz ausgereicht. Hier macht es ja wirklich so den Anschein, als wenn man da nichts steuern muss oder sonst was, sondern da wirklich so durchgeschickt wird, was ich also okay. Genau, auch sinnvoll finde. Dass man dann irgendwie aus dem Tunnel rausfällt, ja. Und dann. Aber ab jetzt wird es natürlich richtig genial. Schön designt. Ja. Bissi, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir lassen hier nochmal so ein bisschen die Citizen Coin auf uns wirken. Nochmal so einen kleinen Rückblick als solches. Und, ja, wie man im Titel schon sieht, mit dem Quangoa, der ja seit gestern bei uns zu Besuch ist, weil das ja gewöhnt sind zu jeder Citizen Coin. Diesmal ja mit Änderung, wir durften nicht zahlen.
Aber die ja, ich hab's geschafft nach drei Jahren. Ja. Ne? Noch einen, oder? Nö, nee, wenn du noch einen nimmst, dann nicht. Ah, da werden sich viele freuen, Tattoo. Ja, genau. Ohne Ende. Mal gucken, wie viel dann gleich schreien von wegen, wie ich möchte das selber designen und dann von der Orga das Tattoo drauf haben. Ne? Warum nicht? Ja. Wirklich schon genial gemacht. Die Station hatten wir ja schon mal ab und zu hier mal so einen Sneak Peek gesehen in einigen Star Citizen Videos oder Videos von CIG. Haben sie ja schon immer berichtet, dass sie da schon relativ weit sind und schon einige Sachen ja mit Beleuchtung ausprobiert haben und auch ja, wie FPS-Kämpfe da stattfinden können. Und da hat man festgestellt, dass einige Bereiche mit FPS so stark abgedeckt sind, wenn da welche sich verstecken, dass da gar kein Durchkommen ist. Da hat er noch einige Veränderungen herbeigeführt. Agribirth 07, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Unser frisch Interviewter vom Content Creator Interview bei unserem lieben Weiß. Wir hoffen, ja, dir hat so gut gefallen wie uns auch. Der Weiß da so auf die Beine stellt. Sehr schön, freut uns zu hören. Ja, wir sind hier gerade mal so ein bisschen Rückblick auf die gestrige CitizenCon. Wir haben ja bis heute Morgen irgendwann um 1:30 geguckt und dann sind wir aber auch ins Bett. Da waren wir dann auch fertig. Den Rest hatten wir vorhin noch geguckt, ganz kurz, mit den UI-Elementen. Da haben wir was verpasst. Ja. Muss ich mal sagen, so im Nachhinein. Ja. Nun warst du dabei, ja, bei den Schiffskäufen, gehe ich mal von aus. Ja, das war auch genial gemacht. Hier, wir hatten erst gelacht und dann hatten wir gesagt, ja, hier von wegen der Umweltverschmutzung, die Kiste qualmt und so. Ja, genau. Dieselantrieb. Genau, ne. Was würde Greta dazu sagen? Ja, und dann haben wir das mit dem Feuer gesehen, das war ja auch schon länger angekündigt. Und ja, wie ich das so sehe, vonnöten. Klingt jetzt so ein bisschen blöde. Jetzt sagt man sich vielleicht, wozu braucht man Feuer, aber die Weltraumkämpfe können gerne etwas länger sein. Da kann gerne ein bisschen Feuer ausbrechen und die Crew muss versuchen zu löschen und so. Und da nicht einfach nur so ein Puff und das war's dann irgendwie. Und ja, wunderschöne Werbung, vielen Dank. Läuft ja wieder. Ne? Ja. So, naja, darüber kann man natürlich streiten. Genau. Für mich muss es nicht ins Spiel kommen. Aber CIG. Genau. Ja, und man sieht natürlich letztendlich hier auch, die Verkäufe schön nach oben gegangen sind. Also Marketing ist wieder aufgegangen. Kauft mehr Schiffe. Ne? Die große sieht das aus? Frage. Wer hat was gekauft? Und ja, also wir haben uns alle drei bisher noch zurückgehalten. Ja. Ja, bisher noch. Nein, bisher. Da ist auch nichts bei, was mich. Das war jetzt auch nichts, wo man Hurra geschrien hat, ne? So richtig. Nein. Das muss man haben. Ne. So, da sind wir wieder retour. Genau, die Klimakleber, die kleben dann da irgendwo, ne? Wenn die Auslastung
Grafikkarte, CPU dann durch alle genutzten Lanes besser wird, wenn Vulkan damit reinkommt. Nicht dein Schiff, Vulkan. Ich wollte nur mal kurz drauf Ist okay. Fällt mal ein bisschen anders auf. Andere Farbe. Ja. Auch die Asteroiden sahen da eben schon völlig anders aus an der Raumstation, ne? So wie so, ja, war die da gleich so gefroren ist, also richtig kantig und eckig. Nicht wie die anderen so steinförmig. Dark Rebirth sehe ich im Moment noch nicht ganz so. Ich glaube, die haben da schon wirklich an der Technik sehr gut gearbeitet. Grafikmäßig alles so gut darzustellen. Ohne dass es da, ja, ich sag mal, zu großen Problemen kommt und man unbedingt ein High-End-System braucht. Und wie gesagt, Vulkan muss da erstmal mit reinkommen. Damit alle Lanes, wie gesagt, angesprochen werden. Nicht mehr, ja, Luft nach oben als solches. Ja, diese Siedlungen sind natürlich auch absolut genial. Da freue ich mich auch schon drauf, die zu besuchen. In der Hoffnung, da nicht gleich weggeschossen zu werden. Ne? Die einfach mal zu genießen, ohne feinen Kontakt. Wassereffekt. Das ist richtig gut. Demnächst noch einen Onkel Doktor aussuchen. Ja, wir haben Platz dabei. Ja. Weil, aua. Ja. Da müssen wir uns mal gespannt sein, was die damit bezwecken wollen. Ja. Dass man eine Blutungseffekte hat am Körper. Und das Ganze nennen sie Star Angel. Ja, genau. Hat man schon mal einen Namen gefunden. Genau. No. Nee, da wollte ich nicht draufklicken, sondern ich wollte nur einfach den Ton wegschalten hier. Ja, das war schon echt phänomenal. Da haben sie uns dann wirklich in dem Sinne schon so eine Vorausschau gegeben, was uns als nächstes da erwartet, während der Con. Ach, wie gesagt, die Erwartungen, zumindest die ich hatte, sind noch übertroffen worden. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie da so viel raushauen. Was war dann das nächste, was kam hier? Ich bin jetzt gerade am gucken hier.
Ach ja, ging es nochmal um die Star Engine als solches. Und dann nochmal die verschiedenen Arten, ne, mit Bodennebel und wenn die Sonne langsam untergeht. Ja, das schöne Feuer, wenn wir demnächst mit Feuerlöscher dann durch die Gegend laufen. Wie gesagt, für diejenigen, die ja immer wieder auf große, große Schiffe stehen, ja, werden immer mehr auf Multicrew angewiesen sein. Ja, irgendwann wird es ja vielleicht mal ein paar NPCs geben, aber auch die ja, wollen bezahlt werden und unterhalten werden, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, da ist nichts mehr von wegen, ich setze mich da mal in so ein Pod rein und schipper da mal irgendwo durch die Gegend. Na, hier ist das nochmal entsprechend mit dem Feuer dargestellt worden, wie sich das Ganze so ausbreitet, die Technologie, die da hinterhängt. Da war ich, glaube ich, in irgendeinem Inside Star Citizen oder sowas. Oh, da haben sie das. Genau, da war da schon mal, ne, da hat man schon mal ein bisschen was gesehen. Ne. Was ich schön finde, eben, dass dann auch noch so ein bisschen Qualm dazu entsteht und nicht nur einfach da so ein Feuer ist. Auch so unter der Decke, ne, wie da die Hitze dann nochmal so richtig Flammen bildet. Eigentlich müsste ein bisschen mehr Qualm sein. Ja, so brennt, ja, ja, dann ist ja, eigentlich dichter Qualm, richtig, da siehst genau, du gar nichts. Ja, genau. Ja, wenn du es wirklich authentisch machst, klar, ist alles schwarz, dann ist nichts mehr mit gucken. Ja. Aber hier mit dem schönen Feuerlöscher als solches. Gucken, wie viel wir davon verbrauchen. Ja, immer einen Rucksack voll bei haben, wa? Ja, genau. Einen ganzen Laderaum voll. Ja. Genau. Pico retten. Einige der Programmierer waren uns ja vom Namen her auf jeden Fall schon bekannt. Bettina und mir, ne, durch die gesamten Übersetzungen. Ja. Ging es dann eben, ja, um das gesamte Wasser und ja hier Refraction und so, das sieht schon echt wirklich, also da haben sie nochmal eine Schippe so raufgehauen zu dem, ja, was sie sonst immer so machen. Ja, super Effekt. Ja, nix erhauen, warum auch immer. Im Moment will hier mein Dings nicht so richtig. Ach, der Urquass, moin, genau, moin. Moin. Lange nicht gesehen. Der Rest auch nicht funktionieren. Warum geht hier im Moment Dings nicht? Ich irgendwie stehe ich im Moment hier so ein bisschen auf Kriegsfuß hier mit den ganzen Sachen. Urquas, wie geht's dir? Lange nichts voneinander gehört, Mensch. Ne? Ja, der Verschollene. Genau, da kommt er wieder heimlich um die Ecke. Ist er denn bei der Messe dabei? Genau. Und Enigma, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Und, ja. Ihr hört heute mit dem Quangoa und ja, Space Bear und meiner Wenigkeit hier. Space Bear aus dem Hintergrund. Genau. Ne? Ist, wir haben im Moment weniger Zeit. Wir sind gerade voll am Renovieren da oben. Ne? Muss ich echt mal nachgucken, warum hier. Ah, für IAE. Wusste Zeit haben müssen. Genau. Ja, wenn wir wieder zusammen fallen rennen. Mal gucken, ne? Da wollen Bettina und ich auch dann mehr streamen wieder. Wassereffekte, wie gesagt. Ja. Genial. Ja. Ach, genial. Ob man das nun braucht oder nicht, ist dahingestellt. Ah, wer hat, der kann. Genau. IAE hast du 2 Wochen Urlaub genommen. Na. Aber wir müssen mal gucken, wie wir da Dienst haben. Wann ist die denn? Ich glaube, das genaue Datum steht da, glaube ich, noch nicht fest. Ne? Ja, ist ja immer November. Ja, genau, ja. Anfang, nee, Mitte November, wa? Da sind wir noch im Nachtdienst, glaube ich, ne? Ja.
Sieht man hier Kalender wieder? Dann musst du mal synchronisieren. Ich bin der Meinung, ich habe es eingetragen. Oder ich habe noch nicht. Am 17., 18. Ups. Genau, da haben wir nämlich noch Nachtdienst. Siehst du, bin ich nämlich doch der Meinung. Und ab 20. Genau, da haben wir dann Urlaub 2 Wochen. Da ist doch ideal. Das sind dann die nächsten Streams. Denn, ich das hier nämlich auch gleich mal so ein bisschen. Nehme ich nochmal auf unser Charity-Event hin. Genau, und die Ladies' Night. Höre ich hier gerade im Hintergrund welche schon fast angeschrien. Ja. Mit den Scopes. Auch ganz klasse Effekt. Wer hat gefragt, was sehe ich denn jetzt hier? Genau. Die das können war damit noch nichts anfangen. Ja, sie hat es nicht gesehen, was sie uns da gezeigt haben. Den Scopes. Wurde was? Von Weitem so geguckt hast und dann wurde genau der Ausschnitt da vergrößert. Ne? Das habe ich echt nicht gefragt. Genau, ja, ansonsten hier im Hintergrund schon mal im Stream-Chat der dezente Hinweis von Bettina, die Ladies' Night, bitteschön. Ja, kurz husten. Erstmal kurz husten, erstmal Hallöchen zusammen. Denkt dran, setzt eure Damen vor den PC am 3.11., Sekunde mal kurz. Aber dann mit dem Frosch im Hals. Ist wieder Ladies' Night, 19 Uhr im TS vom Kartell. Wer den das Kennwort nicht hat, kriegen wir hin. Das werde ich dann in den Chat reinsetzen. Ne? Denkt immer dran, egal ob ihr einen eigenen Account habt, die Mädels, oder den vom Partner, völlig egal. Bärlines wird uns wieder unterstützen und es wird auf jeden Fall wieder sehr lustig werden. Und es ist diesmal orga-übergreifend. Ne? Ich freue mich auf euch. So, ja, ihr habt es gehört, wie gesagt, 3.11., ne? Notiert euch den Tag. Als Vorprogramm gibt es ein Interview mit der Organisation Merck. Da werden wir uns dann mit seinem CEO von Merck zusammensetzen und dann mal ein kleines Interview führen bezüglich der Organisation. Ne? So, ja, und Enigma, ne, wenn ich Tag 1 mal aus meiner Perspektive oder Ansicht, natürlich darfst du das. Dafür ist ja dieser Kanal da, um ja seine Meinung zu sagen zu Star Citizen, zur Entwicklung, positiv als auch negativ. Und auch wenn man mir immer nachsagt, ich hätte hier die rosarote Brille auf als solches und ja, wirklich, sehr, sehr schöne Präsentation. Wie gesagt, gerade am Anfang dieses 23-Minuten-Video war schon wirklich, wo man davor gesessen hat und die Kinnlade so langsam sich ja immer mehr nach unten ging und man nebenbei so gesehen hat, was alles so damit in das Spiel reinkommt. Ne? Blut, Schwitzen etc. pp. Ja, und hier, wie gesagt, Vulkan für Gen 12 hier, damit wirklich alle Lanes genutzt werden, ne? Ja, und wir warten alle sehnsüchtig drauf und das ist so, ja, mein Gedankengang. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr allzu lange drauf warten. Nun, einen wunderschönen guten Morgen auch dir und wir hoffen, auch dir hat die Präsentation oder die Convention gestern gefallen von CIG. Wir waren völlig geflasht. Dass man durch die Wände da durchgucken kann, beziehungsweise durchscannen kann. Das meinst du bestimmt, ne? Genau. Ach, hast du einfach einzeln nachgeholt? Ja, wie gesagt,
sind hier. So, erstmal Musik im Hintergrund wieder anmachen. Ich hätte es nämlich zu dem schönen 23-Minuten-Video da ausgemacht. Wir sind da auch völlig geflasht, wie gesagt, mit Bedenken natürlich. Und hoffen, ja, dass alles relativ zeitnah, wie man so schön sagt, ins Spiel gebracht wird. Ohne dass wir da ja lange warten müssen. Wie gesagt, es bringt nichts, da irgendwelche schönen Videos, ne, wie mit dem Sprungtunnel, den Bettina ja auch damals gesehen hatte. Ja. Das Wurmloch. Genau, das Wurmloch. Und im Endeffekt ist dann immer noch nichts draus geworden und das bringt im Endeffekt nichts. Das, genau. Geliehen, ausgeliehen, nur kurz, ne? Und dann, also ich werde es mir auf jeden Fall hier auch noch entsprechend runterladen. Ist schon safe in dem Sinne. Ja. Ja, dann ging es eben so ein bisschen um die gesamte Beleuchtung. Ne? Ja, die schafft auf jeden Fall bedeutend mehr Atmosphäre. Also beobachtet. Ja. Wesentlich mehr Details. Genau, das Lieblingswort. Soon. Ne? Ja. Genau. Das ist doch schon. Ja, wie gesagt, ich war immer so ein bisschen verwundert, dass wir kein Meshing Together im Inside Star Citizen Teil 2 oder sowas gesehen habe. Ihr wisst ja, ne? Das war immer die Inside Star Citizen Videos übersetzen. Wer es noch nicht weiß, ja, sollte mal auf unseren YouTube-Kanal gucken und auch mal gerne ein Abo dalassen. Da setzen wir nämlich immer unsere aktuellen Übersetzungen rein. Und die findet ihr hier. Da sind alle Übersetzungen vom Inside Star Citizen, so wie die rauskommen, versuchen wir da innerhalb von 48 Stunden, sind wir glaube ich mittlerweile soweit, ne? Ja, genau, die dort schon zu veröffentlichen. Ne? Teilweise 24. Ja, genau, teilweise sogar 24 Stunden. Also wir haben das schon um einiges nochmal verbessert an Abläufen und ich habe mir jetzt auch nochmal einen Ablaufplan hier geschrieben, weil das eine oder andere noch so dazugekommen ist. Man verbessert sich da ja in den Videos. Jetzt gibt es auch mal ein richtiges Thumbnail dazu, ne, damit man ja A, den Titel nochmal drin hat und zweitens ja, wer es übersetzt hat. Ja, wollen wir es mal hoffen, ne, dass es dann im PTU gut laufen wird. Da haben sie ja schon die ersten gehabt, die im Pyro spielen konnten auf der Messe. Ne? Ja, genau, die haben einige. 130 oder sowas, ne, die da. Ne. Naja, hier geht es dann eben, ne, um die komplette Beleuchtung und sowas. Genau, wie sie die gestaltet haben, berechnet wird. Orkwas, wir hatten da letztens schon jemand, der gesagt hat, dass ich eine gute Stimme habe. Also so langsam nimmt das hier einen leichten erotischen Touch hier im Stream an. Nein, Spaß beiseite. Ja, es wird mal wieder Zeit. Ne? Wie gesagt, wir haben oft von dir nochmal so zwischendurch gesprochen und dann gedacht, na, wann wird er sich mal wieder melden? Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass jetzt hier alles bei uns im großen Umbau in dem Sinne ist, sind wir hier im Moment auch zeitlich eingebunden. Chris hat ja oben die Baustelle schon gesehen, ne? Durfte mal begutachten, ja. Genau, ne? Und die höhenverstellbaren Tische stehen ja oben auch schon. Ja, du hast es ja, glaube ich, noch gar nicht mitgekriegt, Urquas, ne? Dass unsere Tochter ausgezogen ist, oder? Ja, genau, die schönen PV-Anlagen, ja. War schon was Feines, ne? Wie gesagt, wir geben unsere oben auch nicht mehr her.
Silja ist Anfang des Monats ausgezogen oder Ende letzten Monats. Ja, genau, die ist weg. Ne? Oh nein, aber voll gut. Yay. Genau, es geht voran und somit haben wir oben zwei Zimmer zur Verfügung. Das eine ist sozusagen Gästezimmer und wird auch nebenbei dann Umkleidezimmer von uns. Ja, Gästezimmer im Moment in Beschlag genommen durch unseren lieben Fangoa. Genau. Na, und ja, da kommt wie gesagt noch der komplette Schrank rein, der Umkleideschrank. Und da soll aber erstmal auch ein neuer Fußboden noch mit rein. Und ja, das Computerzimmer, wir sind ja jetzt auch auf Facebook und auf Instagram. Genau, Instagram wird durch unsere Head Social Media Managerin Silja betreut. Und Facebook betreue ich. Ja, so teilen wir uns das so ein bisschen auf. Und da könnt ihr dann auch immer mal ein paar Storys sehen oder sowas, wie es da mit der Renovierung weitergeht. Und ja, wenn wir da so die ersten soweit fertig sind, dann mache ich auch nochmal ein Video davon. Und dann wird das alles nochmal komplett reingestellt. Nicht nur als Story für 24 Stunden, auch für längere Zeit. Ne? So, Seed Black, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Herzlich willkommen hier im Stream. Ja, heute sind wir mit dem Quangua mal zusammen und ja, zur anderen Seite sitzt wie üblich die Space Bear, hallöchen. Genau, ja, und genau, grundsätzlich, ne, gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, das muss erstmal in der Live-Umgebung mit so vielen Spielern nachher dann auch funktionieren. Das Ganze mit funktionieren kennen wir ja von der 3.18, ne, wo alles erst noch gut funktioniert hat und dann auf einmal im PU ist das Backend vollkommen in den Wicken gegangen. Das war natürlich nicht so schön und wir können auch nur hoffen, wir können uns da keine Vorstellung machen, was da an Datentransfers und sowas im Hintergrund läuft. Man sieht aber trotzdem, ja, es ist ungebrochen hier. Ne? Es wurde wieder ordentlich Geld fürs Crowdfunding ausgegeben. Ne? So, und das Raffle läuft auch wieder nicht. Ich verstehe das hier im Moment nicht mit unserem Touch-Portal. Da muss ich die Tage mal nachgucken, was jetzt hier nicht stimmt. Das so. Ist jetzt ich, ne? Ja, genau. Moin Anarchy. Ja, wir haben uns zurückgehalten. Kein Schiff gekauft. Genau. Ne? So. Genau, das Raffle hat auch Sonntag, genau. Ja, Urquell schreibt auch, ne, dass man denen so langsam vertrauen kann mit ihren Fähigkeiten und ja, Kenntnissen. Man merkt auch im Moment, ja, wie schnell alles vorangeht. Wir haben es ja auch im PTU gesehen, wie schnell da immer Updates reingekommen sind, Hotfixe, dass die Systeme laufen. Und ich denke auch mal, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Klar werden sie irgendwo immer mal wieder gegen irgendein Hindernis stoßen. Man kann das alles nicht voraussehen. Die sind nun mal ja mit Pionierarbeit und das ist nun mal, ja, Try and Error als solches, ne, versuchen und ja, wenn es nicht funktioniert, eine Lösung oder einen anderen Weg zu finden, ne, was anderes bleibt dort nicht über, ne. So, Pazifist, auch dir einen wunderschönen guten Morgen und Morgen. Ja, genau, wir hoffen, ja, du hast schon ordentlich ins Portemonnaie gelangt und ordentlich Schiffe gekauft, ne. Gewinnst ja sonst immer genug Punkte. Aber du siehst ja, im Moment läuft kein Raffle hier. Genau, und außerdem, wir sind heute zu dritt. Ja, genau, das Mobiglas nachher zum Ende, ne, und die Map, ja, es wurde ja lange, lange mal Zeit. Ja, auch hier, ne, mit den Sachen, wie sich das so im Wind bewegt, naja, mit dem Ball da drunter, ne, war ja auch mal ganz lustig gemacht, aber nur um es mal so ein bisschen, ja, zu demonstrieren hier, ne, war auf jeden Fall
schöne Sache. Ja. Pazifist hat noch kein einziges gekauft. So, Seedblick, bist also schon seit 2014 dabei. Ja. Meine Wenigkeit, ja, seit 2017, BR 2018 und Chris, du auch? Auch 2018. Naja, genau. Juli, glaube ich, muss das gewesen sein. Ja, Enigma, genau. Ne? Also die werden da immer schneller. Gut, mag jetzt auch sein, dadurch, dass SQ42, wir haben es ja nebenbei mitbekommen, ne? Fast wohl fertig ist oder weitgehend fertig ist. Und ja, vielleicht sind da entsprechend Mitarbeiter freigestellt, beziehungsweise werden auch Sachen freigegeben fürs PU, die sonst nicht da entsprechend rein durften, ne? Weil eben noch großes Geheimnis war als solches. Ne? So, genau, hier war das so mit den gesamten, mit der Kleidung als solches, war ja auch mal ganz schön erklärt und auch, ja, welche Unterschiede es macht, was man für einen Rechner hat, wie viel FPS man hat. So, Stellar Tim ist auch da, einen wunderschönen, ne? Genau, hast mit dem offenen Mund geschlafen, weil die Kinder die ganze Zeit unten irgendwie runterkommen. Genau, ja, so in der Art ging es zu uns auch. Also wir haben hier auch völlig geflasht gesessen und das war schon, ja, wirklich der Burner, was sie uns da alles um die Ohren gehauen haben aus vielen, vielen, ja, Ecken und Bereichen von Star Citizen. Und wie gesagt, ich habe ja immer gehofft, irgendwie das über Server Meshing was kommt und so kam es dann auch, war jetzt nur so eine kleine Demo da mit so ein paar Leuten, aber trotzdem, dass sie da zumindest ja den Grundstein gelegt haben, ne? So, das ist hier, guck mal an, hier Orkfass, ne? Zeus und Katar sind schön, ne? Aber für ihn auch nichts. Mal schauen, was heute noch kommt, sonst wird Bubblehead gekauft. Ne? Ja, aber der ist auch nicht gerade billig. Ja, genau. Und 50 Euro? Ist genau. Schon eine Hausnummer. Genau. Und der Moderator, der M-Stone, ist da. Einen wunderschönen. Moin, M-Stone. Hey, grüßt. Yeah. Wackeldackel. Genau, High Fidelity Close Enabled. Auch die Haareffekte. Ja, genau. Absolut ging. Ja, genau. Er hat da ja noch ein bisschen was offen gelassen, unser Jared. Mit einem Satz beendet und alle haben da gesessen und so nach dem Motto, komm, jetzt sag's, aber nee, er ist damit nicht rausgerückt, ich glaube, sonst hätte ihn Chris Roberts da von der Bühne geprügelt. Ja, ich möchte nicht wissen, was da manchmal im Hintergrund los ist, wenn da irgendwelche Sachen gesagt werden, die noch gar nicht gesagt werden sollen oder dürfen, ne? Na, so, dann begrüßen wir natürlich noch in unserer Runde heute den Alt-Opa. Alter Opa, wie geht's? Alles gut bei dir und auch so geflasht von der Con. Also bis jetzt haben wir ja eigentlich noch keinen gehört, der jetzt irgendwie groß enttäuscht ist oder sonst was. Aber ich glaube, das wäre auch schwer, die Leute zu enttäuschen mit dem, was so gezeigt wurde. Ne? Genau. Ja, mit der Haartechnologie auch eine schöne Sache. Bringt Harndüse aber nichts, ne? Keine Haare, ne? Im Avatar, also, ne? Ja. Auch, ja. Animiert. Ja, genau, da haben wir, genau, funktioniert. Genau, wie, genau, die ganze, der ganze Druck, der da lastet, der große Macher.
Ne? Oder der Depp des Jahrhunderts. Genau. Ne? Und wie gesagt, wenn das funktioniert, dann kann er sich irgendwann mal hinstellen und seinen ganzen Hatern sagen, Edgy Badge, und es hat doch funktioniert. Ne? Ja, Depp des Jahrhunderts. Aber dafür hat er dann genug Geld eingesammelt. Ja. Wenn man das mal so sieht. Ja, gut. Davon aber träumen andere. Ja, gut, aber das Geld brauchst du auch, um im Hintergrund alles so, ne, auf die Kette zu kriegen. Ich möchte nicht wissen, was da so an, ja, Standardkosten neben den reinen Lohnkosten irgendwo entsteht, ne, für Serverparks, genau, und sowas, ne. Gebäude, ja. Miete, Lizenzen, ne. Ja. Wo bleiben die Bärte? Tja. Spezifix nochmal. Ja, kommen bestimmt noch. Warten wir es mal ab, ne. Er ist ja auch mal wieder so ein bisschen kürzer geworden. Ne? Ich habe gestern gesehen, wie der Haare in das Ohr liegt, aber wenn das so, ja gut, wird auch noch sicherlich kommen mit Haare, ne? Dass man da andere Kreationsmöglichkeiten hat, ne? Haarspange reinmachen oder was weiß ich auch immer. Ja, alter Opa, ja, ich fand's echt schöne Scheiße. Ich denke ihm schon, du bist also auch gehypt. Sehr schön, ne? Das freut uns. Ja. Ja, Enigma schreibt hier auch, ne, dass der nächste letzte DLC hier von Cyberpunk 100 Millionen verschlungen hat. Genau, so schnell ist da mal in der Industrie das Geld mal verpufft, was da irgendwo reinkommt, ne? Ja, mal gucken. Ja, gucken, irgendwas, ne, mit Werten, ob das heute so kommt. Da bin ich mal auch gespannt, ne? Na klar, wenn die das... Da kann man so schön einen auf allem Ödi machen. Ah, so einen langen Bart. Ah, ja, das wäre doch was. Genau, ne? Ja. Ne? Kommt einem dem Original immer näher, ja. Ne? So, wo geht's denn da weiter? Ja, das ist halt ein Schadensmodell. Genau. Was natürlich auch gut. Ja, genau. Ja. Sieht ja auch überhaupt nicht komplex aus, die Zeichnung. Als ich die gesehen habe, habe ich auch nur gedacht, okay, ja, kann man machen. Ja, aber ich sag mal, der Entwickler wird schon wissen, was er da tut am Schadensmodell. Ja. $1.5 billion, Mann, naja. So, ja, genau, apropos, wie gesagt, es wurde genügend Geld schon wieder eingenommen, so ist das nicht. Ne? Und ja, sie haben ja auch zwischendurch berichtet, dass es jetzt einen Preview-Channel gibt, auf dem wir schon mal so ein bisschen vortesten können. Genau, bin ich mal gespannt, wer da zu den Auserwählten gehört, denn ja, im Endeffekt hatten sie jetzt hier das auch geschrieben, ne, dass man zum 31. Oktober das Ganze mal da in dem Preview-Channel mit Pyro öffnen möchte. Und ich hoffe, ja, dass Bettina und oder ich da reinkommen und das mal testen können und dann hier zumindest mal im Stream zeigen können. Das wäre schon mal, ja. Ja, der absolut. Genau. Und ich denke mal, so wollen sie dann mit dem Preview-Channel nämlich auch den Druck rausnehmen, ne? Das, was ihr ja vorhin auch geschrieben hattet, das muss dann im Live erstmal funktionieren. Und ich denke mal, dass sie da hier die ersten Vortests machen und dann sehen, okay, ne, das funktioniert nicht, da müssen wir nochmal rangehen und dann geht es irgendwann ins PTU. Und da haben wir ja auch die verschiedenen Wellen, also die tasten sich da schon ganz gut ran. Moin Kendua. Ach, der Kendua. Moin. Ausgeschlafen, ja? Ja, genau. Ja, ihr kriegt es ansonsten mit, die es noch nicht vorher mitbekommen haben. Zur Rechten sitzt heute der Kangoa. Zur Linken sitzt die Space Bear, hallo. Und in der Mitte der Space Dirk. Ne? Ja, wir sind heute mal zu dritt hier mit zwei Mikrofonen. Ist ganz lustig hier. Hatten vorhin erstmal schön gefrühstückt und ja, sehen jetzt zu. Das war die gestrige CitizenCon so ein bisschen mal Revue passieren lassen. Ne? Ne?
Ari Hurtig ist auch da. Moin, moin. Genau. Ah, die waren geizig mit dem Uso. Also, das habe ich noch nicht so erlebt. Und nur ein Probe-Uso war das. Ja. So, alter Opa, ja, ob du das in deinem Alter noch kannst, was sollen wir denn sagen? Ne? Also guck dir mal so das Durchschnittsalter der Spieler an, was da noch so auf uns zukommt. Auch das wird nicht von heute auf morgen reinkommen und so, so sieht es jetzt aus und nun macht mal schön. Das wird sich auch nach und nach entwickeln und das Schöne ist, ne, du bist ja da auch ja, hier in der richtigen Community drin. Da ja Fragen zu stellen und sich irgendwas erklären zu lassen. Dafür sind wir Streamer ja letztendlich im Endeffekt auch nochmal da. Entweder ja fragst du beim lieben Ingenious oder ja bei uns nach oder bei wem auch immer und ja oder auch beim lieben Kendua. Und dann werden da natürlich die entsprechenden ja, Antworten entsprechend gestellt, ne? Oder gegeben. Auch ein guten Morgen, oder jetzt kann man fast sagen Mahlzeit an, der Heisenberg. Ach. Moin, moin. Moin, moin, genau. So. Ja, das will er zwar nicht, aber gut. Ja, Harry hörte ich, wie gesagt, war nur ein Uso, ein alkoholfreies Hefeweißbier. Dafür haben wir dann hier zu Hause gestern noch mal ein bisschen, ne, Alkohol getrunken, das eine oder andere Bier, ne? Bier ist kein Alkohol, ist Genussmittel. Genau, Urquest, ne, CIG hat auch sehr schön und deutlich geschrieben, dass sie nur spielen, also dass man nur spielen möchte, oder wenn man nur spielen möchte, da nicht in diesen Preview-Channel reingehen sollte, da das ja nun wirklich ja noch sehr, sehr verbuggt ist. Ja, mal gucken, ne? So, Heisenberg von mir auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Das überschlägt sich hier unten alles so ein bisschen. Und ja, ein kleiner Shoutout für den Kendua. Er mag es ja immer so, ne? Darum mache ich es ja immer gerne für ihn. Schaut er gerne mal beim Kendua vorbei, ne? Guckt seine schönen Socken auf den Fußpedalen an, ne? Ja, mal gucken. Also, ne, wird bei uns hier nicht stattfinden in der Art, ne? So. Genau, Engineering Gameplay wird also auch nochmal eine wirklich schöne Sache, ne? Werden wir sehen. Es gibt genug Leute, die auf sowas stehen, ne? Oder beladen von Schiffen oder so. Ja, die warten da nur drauf, ne? Und ich nicht. Ja, das sah schon recht kompliziert aus, was die da gezeigt haben. Ja, aber das ist für riesige Schiffe, ne? Und da brauchst du dann deine Mannschaft, die musst du dir dann einfach irgendwann zusammenstellen. Ne? Da musst du dann irgendwen haben, der im Turm sitzen, da musst du deine Engineers haben, deine Feuerlöschcrew vielleicht noch nebenbei. Dann ist das Geheule groß, wenn man sich da eine Idris gekauft hat und keiner möchte da mitfliegen. Genau, oder? Genau. Weil jeder sagt, ich da möchte aber mit meiner fliegen. Drauf. Genau, ne? Genau, kauft mehr Schiffe, ja, aber nur noch kleine, genau, so wird es dann im Endeffekt laufen, ne? So, flüssiges Brot, ja, Bier ist in Bayern Grundnahrungsmittel, genau, ja, ich weiß, Enigma, genau, ne? FTL in 3D, ja. So, überlegen, einmal eine großen Pötte wieder loszuwerden und... In die nächsten Jahre, ja, also schlimm wird es schon nicht werden und wie gesagt, wenn man da in irgendeiner Gruppe, Orga oder sonst was zusammenspielt, dann ja, wird sich da schon entsprechend auch Personal finden, so ist das nicht, das muss ich nachher so oder so alles mal so ein bisschen finden. Ja, man will ja zusammenspielen. Genau. Ja, und nicht nur als Single durch die Gegend rennen. Ja, Harry und ich, wie gesagt, auch mit der Energieverteilung und so, das wird schon echt sehr, sehr lustig, ne? Genau, ne, hat Thorsten ja gesagt, genau, Leimann, dass das bei den kleinen Schiffen nicht zum Tragen kommen wird. Ja, und das ist auch ganz gut so und da bin ich froh, dass ich ja so relativ groß aufgestellt bin, also mit kleineren sowie auch größeren Schiffen. Wie gesagt, daher kommt ja dann auch noch die Polaris als solches, ist ja auch noch dann im Gespräch, dass sie
ja, bald fertig wird, in der Pipeline ist. Und ja, das ist so dann mein größtes Schiff, glaube ich, was ich dann mittlerweile habe. Ne? Genau, Multicrew, viel Training und sowas. Ne? Also da müssen die Gruppen, die sonst immer zusammenspielen, nochmal entsprechend trainieren. Und wenn du da nachher eine richtig geile Crew hast und damit ja, durch die Gegend fliegst, das wird schon echt geil werden. Ne? Du kannst deine Andromeda vergessen. Sollte die per CCU ins Paket gepackt worden sein, kann man über den Support nett anfragen, ob man die da wieder runternehmen lässt. Funktioniert. Genau, Energieverwaltung und Energiezuteilung. Genau, hast du gut aufgepasst. So, Cäsar, einen wunderschönen guten Morgen, nachdem wir ja gestern uns die Punkte mal teilen mussten, ne, beim Ingenious, ne? Und Gesie, auch dir einen wunderschönen guten Morgen und ja. Ja, Variante der Zeus, wundervoll, tolles Design, ne? Ist Pledge Starter Pack, schreibt alter Opa. Nee, nicht Pledge. Bosterland, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Man merkt, jetzt werden sie alle so langsam wach hier, ne? Ja, Harry wollte ich natürlich, ne, der Umgangston, ne, das ist ja auch mal das, was ich euch hier immer wieder sage, ne, in Spektrum, wenn ihr da auch irgendwas reinschreibt, ne, dann sollte man schon mal so auf seine Umgangsform achten, ne. Genau, die NPCs warten wir erstmal, ne, da wird es ja wahrscheinlich auch verschiedene Varianten geben, die, ja, verschiedene Kosten verursachen, ne. Vielleicht kann man die noch, ne, mach mal kurz. Und zurück. Aber wer das gestern nicht gesehen hat. Das UI unten, ja, genau. Ja, kommt, glaube ich, hier gleich nochmal. Wenn man das bei der Gladius gleich sieht. Das ist uns gestern sofort aufgefallen, Jan, an dem HUD gearbeitet hat. Da, jetzt. Da ist es, genau. Die. Ja, ne? Soll ich das mal an? Genial. Also, schick aus. Ja. Ich kam gleich auf die Idee, da wir ja hier mit Touchportal arbeiten, auch wenn es heute gerade mal irgendwie ein bisschen zickig ist, warum auch immer. Da müsste ich vielleicht mal unter die Java-Einstellung gucken. Genau, fällt mir gerade ein. Ja, dann hier einfach mal die SAT abzufotografieren, als Hintergrund zu nehmen. Und dann hast du ja auch hier deine Schieberegler und so. Das kannst du ja alles einrichten hier mit Touchportal und dann ja, hat man so gesehen, die hat es hier auf dem Tisch. Touchportal für diejenigen, die es nutzen, dezenter Hinweis. Demnächst wird es ein Update geben für Touchportal. Das heißt, man benutzt dann Touchportal nicht nur mit einem Tablet oder Handy, sondern kann es dann mit mehreren benutzen. Ja. Ja, Caesar, genau. Mal gucken, was wir heute so Schönes haben. Und da bin ich auch nochmal gespannt, ob heute nochmal ein zweiter Wow-Effekt kommt oder ob man sagt, gut, die Hauptmunition ist verschossen worden. Ja. Ja, und wie gesagt, darum. Wo wir hier nämlich beim Thema Multicrew und sowas sind, darum weisen wir mit unseren Orga-Interviews die nächste Zeit dann immer mal wieder auf einige Orgas hin, weil das wird ein wichtiger Aspekt jetzt zukünftig für Star Citizen, wenn man nicht auf NPCs angewiesen sein möchte. Alpha UEC, das ist aber sehr günstig, ne? Alter Opa. Aber man findet immer Leute zum Mitspielen, so ist das nicht, ne?
Und das ist ja auch immer, was ich so zu einigen sage, die dann sagen, ja, wenn ich jetzt in das Spiel einsteige, welche Schiffe brauche ich und so. Ja, eigentlich brauchst du nichts, weil nachher Crew-Mannschaft wird immer gesucht, ne? Genau, ja, auch das neue hat. Und ja, hier sieht man es ja auch schon, ne? Auch hier das hat, oder das Visier, wie man es ja auch mal nennen möchte. Ne? Sehr schön gemacht hier, ne? Alles mal. Einfach klasse. Genau, ne? Oben dann gleich mit dem Kompass drin und sowas, Neigungswinkel, ne? Und allen, ja, notwendigen Informationen. Und das wird ja nachher dann auch nochmal um einiges besser, was man da sieht. Genau, auch die Anzeige, man hat zwei Medic-Sticks. Also keine Handgranate. Ne, genau. Ah, und wie gesagt, wenn jetzt der VFX-Sound dann auch nochmal ein bisschen besser wird, dann werden wir da tolle Weltraumschlachten haben als solches. Die Schiffe braucht niemand. Ja, wer weiß, was kommt, wer weiß, was kommt. Ne? Das eine in der Reparatur, das andere da am Entladen. Das andere, ne? Beim TÜV. Genau, das andere beim TÜV, ja. Ja, Harry wollte ich. Welches Schiff brauche ich? Keins. Hier sind ein paar Handschuhe. Komm auf meinen Seelenverkäufer. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Arr, genau. Ja. Ne? Ah, du hast ein Upgrade oder Update auf die Zeus gemacht. Ja. Ich hatte ja mit der F8C so ein bisschen geliebäugelt, weil ich hatte ja dank dem lieben Supra hier im Stream ein Golden Ticket gekriegt, weil ich ja keins gefunden hatte. Und da hatte ich echt überlegt. Aber auch da habe ich mittlerweile wieder von Abstand genommen. Genau, in der Pilge gibt es immer was zu schrubben, richtig so. Ja, und hier dann das Thema, auf das ich eigentlich ja sehnlichst gewartet habe, nämlich ja das Server-Meshing. Mal ein kleines Stückchen mal hier vorspulen. Ja, Stella Tim, genau, klasse ist sie, aber die wird bestimmt noch genervt, da bin ich mir sicher. Und dann gibt es wieder lange, lange Gesichter. Und dann ist das Gejaule wieder groß. So, jetzt muss er da erst nochmal alles noch einmal neu starten. Ja, und von dieser Demo hier, wie die sie da gemacht haben, ja, haben sie das zumindest für uns ja, in Bild und Ton sehr gut dargestellt. Mit den verschiedenen Entitäten, die da rechts drin sind, unten so die Räume mal dargestellt, damit man sich da grundsätzlich zurechtfindet mit den jeweiligen ja, Servern. Ne? Und oben die, ja, eigentliche Spielumgebung in dem Sinne, ne? So, genau, ja, die verschiedenen Entitäten, genau, die dann da eben aufploppen in den verschiedenen Bereichen bzw. Servern dann, ne? Oder das rein und raus. Ja, genau, dass der geweint hat, das kann ich schon verstehen, wie gesagt. Wenn man nie weiß, ja, ob es wirklich so funktioniert. Ne? Klar haben sie so ihre grundsätzlichen Pläne, aber ja, wie gesagt, da bilden sich dann plötzlich irgendwelche Komplikationen, mit denen man sonst nicht gerechnet. Ja, mit den Live-Servern, ja. Ja, genau. Hat es funktioniert? Haben wir ja gesehen. Halt nur noch im Live-Status. Genau so funktioniert. Da wirklich 100 Spieler Server so agieren. Im Bunker viele Items droppen. Dann halt auch die Datenbank hinterherkommt. Ja, hier, wie gesagt, haben sie es ja einfach mal so mal mit ein paar Entitäten hier auf so einem relativ kleinen Bereich hier ja, beschränkt in dem Sinne. Ja, und was passiert, wenn dann der schöne
gefürchtete 30.000er kam, ne, auch mal ganz gut dargestellt, dass dann eigentlich alles relativ unberührt bleibt. Ne? Aber nichtsdestotrotz müssen sie sehen, dass sie im Hintergrund dann arbeiten, dass die Server natürlich stabil laufen und möglichst wenige 30.000er entstehen. Ne? So, ja, hier geht es nochmal so ein bisschen weiter. Die verschiedenen Bereiche, die dann ausgeblendet werden und welcher Server dann für wie, wo, was zuständig ist. Da haben sie ja dann wirklich mal schön dargestellt. Ja, Menge Berechnung im Hintergrund, Verschieben von Daten. Und hier, ja, sind bestimmt eben gerade die Leute schön in Pyro unterwegs gewesen, die das genießen dürfen, ne? Ein ordentlicher Weg, glaube ich auch, aber der Grundstein ist gelegt, ne? Aber es zeigt uns, ja, dass nächstes Jahr vielleicht dann wirklich die erste Iteration vom Server Meshing, ja, kommen wird als solches. Naja, hier Atmo Esports. Ach, der Thorsten Leimann, genau. Den kann man immer so gut verstehen, ne? Ja. In den Übersetzungen. Ja. Ja. Genau, da das kommt aus Engineering. Genau, ja. Aber wie gesagt, ja, Tuning als solches. Ja, mal gucken, was wir nachher tunen können, ne? Ja, genau, es ist, Enigma schreibt auch, ne, dass er also auch nicht so ein guter Pilot ist. Ja, willkommen in unserer Welt. Und mit der F8C als solches, ja, ganz easy HRTs gemacht hat. Für mich ist er auch noch ein bisschen zu wendig. So. Aber wie gesagt, da werden sie noch nerven und dann wird das Geschrei wieder groß sein, ne. Schön hier Komponenten ausbauen und austauschen. Reparieren. Genau. Und Werbung, was haben wir denn als nächstes hier? Ja, hier die schöne Zeus hier. Die hatte ich hier schon mal im Hintergrund mit aufgerufen. Ja, sieht ja wirklich schön aus. Sieht irgendwie aus so, wie so ein bisschen Lego hier, ne? Ja. Kleine Überlegung ist es wert, aber zumindest so vom Aussehen, aber danach endet es dann auch. Weil an Funktionalität, ich habe alles, was ich brauche eigentlich an Schiffen. Bin da relativ breit jetzt mittlerweile aufgestellt, von Mining über die HLC, über C2. Ne? Hm? Warten wir mal. Ja, ich glaube nicht. Wie gesagt, hier geht es mit den gesamten Reparaturen weiter und hier nachher ja mit dem kompletten Energiemanagement. Und wie gesagt, da braucht man dann schon ein paar Leute, die dann wissen, ja, was los ist. Da muss man sich dann auch schon mal wirklich auf seine Schiffe in dem Sinne spezialisieren, ne?
Da kommen dann zwei Polaris und die Idris und Javelin sind vaporisiert. Naja, schauen wir mal. Ne? Also, ich denke mal, die Treffer müssen da schon ganz genau sitzen. Ne? Der Creature. Hi. Max eingeschmolzen, Zeus geholt. Ist einfach das modernere Schiff. In jedem Fall. Moin moin. Genau, sei gegrüßt, Jack Reacher. Ja, heute, du hörst es, ne, mit dem Quangor zur rechten Seite und der Space Bear, hallöchen. Genau, die mir nämlich jetzt bestimmt eine nette Macchiato macht. Ui, Entschuldigung. Ja, ihr merkt es, ja, Erkältung ist immer noch nicht ganz weg, bin immer noch nicht ganz über den Damm. Aber naja, gut, nächste Woche geht's wieder arbeiten und ich denke mal, ab nächste Woche geht's auch langsam wieder los mit unseren Inside Star Citizen, ne? Ach, nächste Woche geht's schon wieder los? Denke ich mal so. Also wundern wird's mich nicht, wenn die nächste Woche damit loslegen. Gottes Willen, soll doch ein kleines Müssen wir mal gucken, morgen ist ja This Week in Star Citizen. Wie gesagt, für alle, die uns noch nicht so gut kennen und noch nicht so oft hier reingeguckt haben und ja, hier gerne mal ein paar Voice-Over, ein paar Übersetzungen vom Inside Star Citizen haben wollt, die findet ihr hier auf unserem YouTube-Kanal. Lasst einfach mal ein Abo da, dann werdet ihr immer informiert, wenn die neuesten hochgeladen werden. Wir sind so mittlerweile aufgestellt, dass wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Erscheinen des Inside Star Citizen dann unsere Videos dort veröffentlichen und wie gesagt, Qualität wird jetzt nach und nach immer besser. Und ja, wie gesagt, guckt da gerne mal rein, wenn es euch gefällt, mal einen Daumen hoch da lassen und vielleicht auch mal einen positiven Kommentar. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ne? Ach, als Lohner gab es die A1, ja. Ja. So, was hatten wir dann hier? Ach ja, das ist immer noch das mit dem kompletten Resource Management. Naja, die Energie entsprechend zu verteilen. Ja, mal gucken, ob wir nachher auch solche Grafiken hier zur Verfügung gestellt bekommen und dann eben auswählen, was ja kommen kann. Ja, Fehlfunktionen, die entsprechend stattfinden können. Ja, am geilsten fand ich hier den ganz rechts, ne? Hast du schon versucht, an- und auszuschalten, ne? Naja, Harry wollte ich, ne? Wir lassen uns mal überraschen. Wie gesagt, wir sind eh im Nachtdienst, also von so aus gesehen, ja. Wie gesagt, wenn was kommt, setzen wir uns sofort bei, übersetzen das Ganze und sprechen es ein, schneiden es ein und veröffentlichen das dann. Ne? Das Ogfas holt sich auch schon hier die CCUs. Gesamten Upgrade-Ketten, oh Gott, too much English. Ne? Ja, wie gesagt, Thema Feuer, sehr, sehr interessant. Ne? Zeigt dann auch, wofür die zweite Tür in den Schiffen ist. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Halt auch bei der A1 sieht man das ja momentan. Ja. Für mich eine Tür zu viel. Kommt das mit dem Feuer rein, dann ist die okay. Oder hat ihren Sinn. So, muss erstmal ausschnauben. So ganz, ne, wie gesagt, ist der ganze Rotz noch nicht vorbei. Naja, mal gucken, wie gesagt, mit dem Luftleer ist ja als solches eine Option, aber mal gucken. Dankeschön.
Ja, ja, es geht. Ja, lass uns. Aber ja, ob das alles nachher so schnell geht, ne? Genau, oder um unerwünschte Personen einzusperren, das ist ja auch noch ein Gameplay, was noch reinkommt. Da haben sie ja auch nun groß von berichtet, ne? Wie gesagt, ja, an sowas immer Interesse habt, wie gesagt, schaut euch gerne mal die Inside Star Citizen auf unseren YouTube-Kanal an. Das ist ja immer alles schön erklärt. So, ja, wie gesagt, das gesamte Engineering-Gameplay hier. Ah, hier nochmal unsere alten HUD-Systeme. Hier ging es aber eben nur darum, ja, zu zeigen, was passiert, ne, wenn auf einen geschossen wird und was kaputt geht und wie man Energie umleiten kann oder Sicherung erneuern kann, Relais, ne. Du hast zwei Auroras im Hangar und weißt nicht, wo die zweite herkommt. Du kannst doch immer nachgucken, ja, wieso der Verlauf ist, wann du wie wo was ausgegeben hast. Vielleicht siehst du das da dran irgendwo. Na, dann hast du ein Bodenfahrzeug. Ganz einfach. Und zum Bodenfahrzeug dazu? Ja. Ah ja. Ich würde sagen, Chrissy fragen, ne? Aura für ein Bodenfahrzeug und Error. Ja, wenn man, sag ich mal, für eine Voyager oder sowas, kriegt man dann halt automatisch eine Error in Hangar, damit man ja, Kampfschiff noch bereit hat. Ja, nicht zu danken. Gerne, gerne. Ich wäre da jetzt in dem Moment auch nicht gleich so drauf gekommen. So, ja, Energy im nächsten Patch. Ja, träumen wir mal weiter. Sagen wir mal die nächsten Patche, ne? Denke mal, so das eine oder andere wird jetzt vielleicht im nächsten reinkommen, aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis das alles so wird, ne? Ja, und dann geht's im Voice-Chat ab. Ey, lauf da hinten! Ich pack es nicht allein! Ich kann nicht! Da ist ein Jäger am Arsch! Egal, wir brennen! Komm jetzt ran! Genau, das wird lustig, wenn da die Diskussion ja, aber... Nein, ich muss erstmal meine Ausrüstung hier in der Kiste storen, falls wir sterben. Ja, das wird schon lustig. Ja, da bedarf es schon einer gewissen Hierarchie als solches und ja, einer Kommandostruktur. Aber das wird sich alles ja, bilden. Das ist ja das Schöne. Das kommt ja nicht gleich von heute auf morgen, sondern das entwickelt sich ja auch. Und genauso entwickeln wir uns weiter. Und wie gesagt, alter Opa, mach dir da mal nicht ganz so viel Gedanken, dass du da jetzt ja... wirklich, ja, wie vor so einem Scheunentor stehst und nicht mehr weißt, ja, was jetzt abgeht und was man alles so zu tun hat und was alles dazugekommen ist. Auch diesen Entwicklungsprozess werden wir hiermit durchleben. Wie gesagt, Bettina und meine Wenigkeit, ja, oder meine Wenigkeit geht ja so langsam auf die 60 zu, Bettina ja noch nicht. Ja. Da ist ja noch Luft nach oben, was heißt hier, ja, ja, ne? Genau. Und von so aus gesehen, wie gesagt, lass dir da keine unnötigen grauen Haare wachsen oder die Haare ausfallen. Das wird alles nach und nach kommen. Und wie gesagt, wir Streamer als solches ja, stehen da gerne Rede und Antwort. Wie gesagt, guck einfach mal in die verschiedenen Kanäle rein. Und wenn du Fragen hast, dann frag oder guck, wie die das Gameplay dort machen. Und dann kommt man da sehr, sehr schnell rein. Also, wir bekommen das Resource Gameplay ja als Huhn im Experimental Mode. Ja, genau. So, ja, bevor hier die große Werbung uns jetzt hier um die Ohren flattert, ne? Ja, die Cutter Scout als solches, ja, auch ein kleines Schiffchen. Wie gesagt, hat dann den Vorteil, ich brauche keine große Mannschaft. Und kann damit, ne? Cutter ist schnell.
ob man die unbedingt als Scout braucht, auch dahingestellt. Aber trotzdem. Klein, aber fein. Das ist ein Radar. Radar, genau. Genau. Schon gefragt. Ja. Für denjenigen, der ja lieber allein unterwegs ist und noch mal ein bisschen scouten möchte, ja. Die Therapien ist ja zu teuer dafür. Ja, genau. Ja. Und hat einen LTI-Token jetzt hier 50 Euro. Genau. Oder knapp 50 Euro. 49,80. Bettina guckt schon. Ja. Ah, nein. Nee, ich brauch die. Ich hab meine. Oh. Kann man vielleicht nicht vergleichen. Ja, irgendwas, wie gesagt, mit der Schutzkleidung. Gucken wir mal. Ne? Ich denke mal, da wird das eine oder andere sicherlich noch reinkommen. So, ja, hier geht's um das Thema Cosplay. Wie gesagt, sehr interessant gemacht. Schöne, schöne Sachen auf jeden Fall dabei. Viel Arbeit, ja. Detailreich. Pacifist Horizon, das mal locker in Star Citizen. Ah. Coole Outfits bei gewesen. Genau. Ja, wie will bei Ride Back. In der Zwischenzeit waren wir gestern, ja, während dieser Pause, ja, erstmal so ein bisschen zurückgelehnt und erstmal alles so ein bisschen verarbeitet, was da so gezeigt wurde. Und danach waren wir beim Ingenious nebenbei noch mit im Stream gewesen für, ja, den letzten Rest, der da gezeigt wurde. Ja, viele, viele Organisationen da auch vertreten und hier auch solche Monitore da sehr schön gemacht. Wie gesagt, das stelle ich mir ja auch so ein bisschen vor für den Schreibtisch dann oben, wenn wir dann nach oben gezogen sind. Ja, und für diejenigen, ja, hier nochmal Stream Elements war gerade so freundlich und hat den Discord-Server von uns hier gepostet. Da geht es nicht um Orga oder gemeinsames Gameplay. Klar, können wir auch gerne da mal reinschreiben. Aber hauptsächlich alle Informationen zu Star Citizen und nochmal eine Liste, die vom Neo und meiner Wenigkeit gepflegt wird über Abkürzungen. Wenn ihr also noch ja, irgendwelche Fragen habt, was heißt zum Beispiel, ja, ist ja mal im Moment gerne in Gebrauch, ne, die UGFs, also UGFs, also die Underground Facilities heißt es ja ausgesprochen. Solche Abkürzungen findet ihr bei uns auf dem Discord-Server, guckt da einfach rein, akzeptiert kurz die Regeln, ist nicht allzu viel an Regeln, was da akzeptiert werden muss. Und ja, kriegt dort alle Informationen, auch wann wir online gehen oder wann unsere Social Head Managerin, unsere Silja, mal wieder auf Insta was postet oder wie auf YouTube ein Video posten. Das wird da alles dann entsprechend bekannt gegeben. Viel Smalltalk außer im Chatting-Bereich gibt es da nicht. Wie gesagt, es sollen grundlegende Informationen sein. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen oder sonst was zum Stream habt, einfach raus damit. Ne? So, ja, eben, das war die schöne A1. Auch mit, ja, den Fan. Wenn ja jetzt viele als Lohner im Hangar haben. Genau. Klasse gelungen. Einfach so. War sofort begeistert. Einmal nachladen, 45.000 Credits. Ah, ich glaube, das waren, ja genau, 45.000 waren das. Ja. Ja, wie gesagt, wird ja nachher dann Thema werden, ne? Unterhaltung der Schiffe. Da können wir uns auch schon auf die zwei anderen Varianten freuen. Ja. Ja. Wie gesagt, ich war am Anfang ja auch so, wo ich gesagt habe, wozu? Wir haben doch die ja, C-Variante, aber letztendlich, wie gesagt, wenn man nachher Kosten-Nutzen guckt und auch mal was Kleineres braucht, ja, dann, wie gesagt, ist man mit der A-Serie auch auf jeden Fall
Ja, das ist jetzt gut ausgestattet. Mein Allrounder. Genau. Zusammen, wo man ja einen Rock reinfahren kann, da werden auch später zwei reinpassen, ganz locker. Der Ursa passt leider nicht rein, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, Unterhaltungskosten inklusive ja, Sprit wird dann ja auch irgendwann mal alles ein wenig teurer, ne? So, ja, die Zeus, genau. Space Pioneer. Ja, die... Freelancer, genau, mit der Freelancer, da werden viele von der Freelancer drauf weg. Ja, hat da vorhin auch einer geschrieben, dass er schon gewechselt hatte? Genau. Wann das? Ich scroll mal kurz nach oben. Nutech? Nee. Auf jeden Fall eine nette Alternative. Jack Reacher. Der war das. Max eingeschmolzen, Zeus Gold. Genau, ja. So rum war das. Richtig. Ja, genau. Rework dauert zu lange. Und bei Freelancer, ich weiß ja nicht, ob da immer noch dieser komische Bug manchmal drin ist, dass sich die Tür hinterm Cockpit nicht öffnet. Ne? Ja, das dauert ewig. Ja. Da ist das hier schon eine geniale Alternative. Ja, ein cooles Design. Genau. M-Stone schreibt auch gerade, ne? Crew-Anforderungen sollte man aber im Hinterkopf behalten. Ja. Ist auch cool. Mit dem Hangar. Dann die Treppe noch als zweiten Zugang. Also ich finde das Design hier in Weiß noch irgendwie am geilsten. Mir gefällt das Schwarze. Das Blaue ist auch nicht schlecht, aber ja, wie gesagt, hier auch wieder, worauf sie sich immer mehr einlassen, ist ja Modularität, ne? Also ein Schiff entwickeln und davon verschiedene Varianten machen, ne? Oder ja, für jeden was dabei dann. Genau. Concierge Paint. Aber wie gesagt, hier so in. Das Schwarze ist der Concierge Paint? Ja. Ja, ich müsste mich einloggen, um das zu sehen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnittig aus. Wie gesagt, so von nach vorne. Ja. Gefällt sie mir auf jeden Fall schon mal. Ne? Aber ja. Auch schon im Video sieht, wie weit die schon mit dem Schiff sind. Geht nicht mehr. Live kommen, das wird sehr lange dauern. Solstice Paint. Bei 10 Euro kann man sich den mal in den Hangar legen und dann ein Bypack einhauen. M-Stone, vielen Dank für den Link. Dankeschön. Hier immer die schönen Whitebox-Phasen. Wir kennen es ja immer aus den ganzen Inside Star Citizen Videos. Ja, um überhaupt mal ein Gefühl dafür den gesamten Raum zu kriegen. Eine vierte Variante, das war mir noch gar nicht aufgefallen. So,
erstmal noch einen wunderschönen guten Morgen an SC Flymaster, sei gegrüßt. Moin Moin. Und ja, ich höre mich noch ein bisschen müde an. Ja, müde und Erkältung ist immer noch nicht ganz raus. Aber ja, trotzdem geht's morgen wieder zur Arbeit in den Nachtdienst. Ne? Der brummt immer so, genau, der kleine Brummbär. Moin, lieber Freund. Vorhin fandest du meine Stimme noch so erotisch und jetzt... Ich brauche gar nicht den Urquass. Ja, genau, der Urquass, der muss mir wieder wehtun. Ja. Auf jeden. A new follower. Da kommen die Songs komischerweise. MFG Carlos ist nun Sternenbürger. Herzlich willkommen. So, erstmal einen wunderschönen, guten Morgen an MFG Carlos. Auch einer unserer Zuschauer und Bewunderer unserer Videos, wenn da der gleiche Händel hinterhängt. Herzlich willkommen und ja, schön, dass du hier als Follower dabei bist. Freut uns, damit haben wir 685 Follower. Also fehlen uns nur noch wie viel bis zum nächsten Goal? 15. Genau. Ja. Ich, kleine Rechenaufgabe am frühen Morgen hier für meine Frau. Ne? Sehr schön. Ja, 15 Follower und dann ja, mal gucken, ob wir das bis Ende des Jahres noch voll kriegen. Ne? Genau, jetzt kribbelt's wieder irgendwas. Komisch, ne? Na, Odyssee, hättest du gerne noch ein bisschen was gesehen, ne? Ah, wie gesagt, ich denke mal, das, was sie im Konzept haben, ne, hat's ja auch in diesem Jahr genug Ärger gegeben oder genug Anfragen, so nach dem Motto, hey, ne, immer Konzept, ne, bring doch mal was auf die Platte. Und wie gesagt, mit der Grafik, die sie gezeigt haben, immer wieder schöne Werbung hier, wunderbar. Dann blende ich mal das hier mal schon mal ein. Wird es jetzt auch mal Zeit, ich sag mal, das immer so ein bisschen abliefern. Ne? Und wie gesagt, einige Schiffe kommen ja demnächst, ne, Perseus, Polaris und sowas. So, ja, nochmal ein kleiner Hinweis hier für unser Vers Charity Week Event. Ihr wisst, jeden Stream weisen wir darauf hin. Und wir sind jetzt wirklich so weit, dass wir schon 1905 Euro zusammengesammelt haben. Genau, für alle, die es noch nicht wissen. Es gibt viele, viele Streamer, die sich hier zusammentun mit Ausrufezeichen Charity. Müsstet ihr normalerweise dann auch einen Link eingeblendet bekommen. Genau, der Zeigefinger links geht schon hoch. Ja. Ne? Wir sammeln für Kinder, die ja sexuell missbraucht oder misshandelt wurden und haben uns das hier mit vielen, vielen Streamern zur Aufgabe gesetzt und die Sammlung der Streamer ja, ist noch nicht komplett, die ihr dort gleich seht, sondern ja, das ist nur ein Teil. Wir werden oder sind immer mehr geworden, freut uns auf jeden Fall. Und beachtet bitte, ab 29.10. geht das Event eigentlich erst richtig los. Und wir haben jetzt schon 1.905 Euro zusammen. Wir hatten, glaube ich, angefangen mit 1.000 Euro, waren völlig schockiert, als ja gespendet wurde. Und wir finden das echt cool, dass die Community da so gut mitmacht und nicht nur ja das Geld für Schiffe ausgibt, sondern auch für einen guten Zweck. Kurzer Hinweis hier, ich halte mal in der Zeit schon mal hier im Hintergrund hier nochmal das ganze Video so ein bisschen an. Wenn ihr spenden möchtet, wie gesagt, mit dem Link, der hier gepostet ist, kommt ihr da immer hin. Und wenn ihr sagt, ihr wollt da mal was spenden, ja, auf jetzt spenden. Ihr könnt dann hier den Spendenbetrag anpassen und das Schöne ist, ihr könnt aber 1 Euro spenden. Also wer sagt, ich habe nichts groß auf Tasche, aber 1 Euro habe ich mal über. Ja, zahlt das, tragt hier eure entsprechenden Daten ein. Das Schöne ist, ihr bekommt hier auch eine Spendenbescheinigung, ne, um das entsprechend von der Steuer abzusetzen. Freut sich ja jeder Steuerberater drüber, ne, wenn man seine Steuerlast so ein bisschen senken kann. Und ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, einen Betrag einzugeben, um ja für betterplace.org
zu spenden. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch auf 0 Euro setzen und das Ganze dann per PayPal, Kreditkarte oder ja, GiroPay entsprechend spenden. Und wie gesagt, dann erhöht sich hier unsere Summe nach und nach. Und ja, wie gesagt, hier ist dann der Link nochmal drin, worum es genau geht. Wie gesagt, das ist dann eine therapeutische Unterstützung für von sexueller Gewalt betroffene Kinder. Unseres Erachtens ein Thema, ja, was immer wieder vernachlässigt wird und wo wir immer wieder jetzt hier aufrufen werden und ja, euch bitten, da eine Spende zu hinterlassen, freiwilliger Basis natürlich. Es gibt dafür keine Gegenleistungen hier im Stream. Sowas ja, wäre natürlich nicht so förderlich als solches, wenn man sagt, ja, wenn ihr Summe X spendet, dann machen wir hier das und das. Auf sowas ja, muss verzichtet werden, aber wie gesagt, wir Streamer tun uns da zusammen. Wie gesagt, We Are One heißt das ganze Event in dem Sinne und wir zeigen uns da auch als Einheit, nämlich am kommenden Sonntag ab 15 Uhr. Wäre cool, wenn ihr am Start seid, uns da unterstützt, als Zuschauer, als Lurker, als Streamchat und ja, da unsere Kanäle in dem Sinne mal so ein bisschen pusht, damit ja möglichst viele Sternenbürger darauf aufmerksam werden und vielleicht den einen oder anderen Euro spenden. Wie gesagt, wohin das ganze Geld im Einzelnen geht, man sieht es ja hier, 30.000 möchten sie insgesamt als Spenden haben und hier seht ihr dann nochmal, wohin das Ganze geht. Wie gesagt, ihr seht schon hier an Better Place. .org. Wir bekommen da keinen Cent von in die Hand und das ist auch ganz gut so. Und ja, mein Dank oder unser Dank gilt eigentlich dem Ingenious, der das Ganze hier ja, ins Leben gerufen hat. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, ja, euch da nicht so oft zu nerven mit diesem gesamten Charity-Week-Event, aber wie gesagt, wir finden es wichtig. Wir haben es ja schon öfters im Stream gesagt, Bettina und ich haben ja schon dreimal eine ja, private Sammlung hier gemacht, also nicht hier irgendwie im Stream, sondern ja im Privatumfeld und zwar fürs Kinderhospiz in Süke. Da haben wir uns also auch schon aktiviert und spenden da auch immer fleißig, aber auch hier werden wir auf jeden Fall nochmal eine Spende zu beitragen, aber das heben wir uns dann auf, wenn das Event als solches anfängt, nämlich ab 29.10. 15 Uhr. Ja, da werden wir Streamer zusammen in einem Kanal sein und uns da mal vorstellen und mal Hallo sagen. So, genug der Werbung für das komplette Event. Na, Chris kommt es bestimmt auch schon aus den Ohren. Und dem einen oder anderen Zuschauer auch, der immer jeden Tag dabei ist, hier in unseren Streams. Aber wie gesagt, seht uns nach. Wie gesagt, da geht es um kleine Kinder, die ihr Leben noch vor sich haben. Ne? Auf jeden Fall. Wie gesagt, und wenn ihr nur 1 Euro oder 5 Euro ne, überhaupt, dann ja, einfach mal eine kleine Spende machen. Das tut dann nicht ganz so weh. Ne? So, Stella, Tim, meine Vorstellung ist später mal 4 Exploration zu machen, ja, und Daten und wertvolle Dinge zu sammeln, ja, zu erforschen und zu verkaufen. Ja. Ja, der Chris, der guckt schon meine Polaris hier an. Finger weg, meine Polaris, mein Freund, ja, ne, fang hier nicht so an, hier, mach hier keinen Stress, hier, mach hier keinen Stress, Junge, ne, sonst kannst du das nächste Mal auf dem Fußboden schlafen hier, ne. Ja, wie gesagt, wenn das neue Hangar-Gameplay dann auch noch mit reinkommt, ne, und wir unsere Schiffe dann einzeln bestücken können, ja, da werden viele Nomadenschiffe unterwegs sein, ne? So. Ja, wie gesagt, mit der Scanning-Technologie und so, da bin ich auch mal gespannt, wie das da noch entspannt.
weitergeht. Ne? So, ja, genau, The Backlog, hier ging es ja, ne, welche Schiffe schon released sind, welche noch unreleased sind und welche jetzt in 2023 neu sind, ne. Genau, über 200 Schiffe müssen supported werden, ne. Sekunde, ich muss hier erstmal was loswerden. Wenn ich suche, finde ich es immer nicht. Es ist hier, ich habe nämlich selber. Ein paar eigene Emotes hier noch mit reingepackt, aber wenn ich es immer suche, dann finde ich es immer nicht. Es ist im Heulen, ansonsten nehme ich die gleich mal von Ingenious. Dann nehmen wir das erstmal. Oh, Walkfiles. Erstmal für dich hier. So, wie blende ich diesen ganzen Mist hier wieder aus? So, drei Herzchen, vielen Dank für die Spende. Genau, super Sache. Wie gesagt, auf die Idee kam ja Ingenious. Wir hatten auch schon mal überlegt, wie man sowas mal auf die Beine stellen kann. Ja, und dann kam irgendwann Ingenious um die Ecke und sagte, Mensch, das und das habe ich vor mit mehreren Streamern. Ich möchte da nicht irgendwie derjenige sein, der da, ja, ja, unbedingt federführend ist und auch nicht dessen Name immer oben steht. Wir erwähnen ihn trotzdem, denn ohne Ingenious TV wären wir niemals auf die Idee gekommen, das Ganze so auf die Beine zu stellen. Und ne, von so aus gesehen sind wir ihm da auf jeden Fall dankbar. Ne? Ja, gut. Ne, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Hier geht es jetzt weiter mit Turbulent als solches, ja, wo sie ja ihre Büros entsprechend, ja, vergrößert haben, die Anzahl der Mitarbeiter und sowas. Das war ja auch nochmal ein schöner Schlag. Und dann ging es ja um die Banu Merchant Man, über die ja auch immer schon viel gesprochen und philosophiert wurde. Oder auch ein heiß begehrtes Schiff. Ja, genau, genau, genau. Ne? Mal gucken, wie lange wir ja da noch warten dürfen. Einfach klasse. Ja, genau. Auch wenn der eine oder andere sagt, das Redesign mit den Entenschnabel nicht aggressiv. Geniales Schiff. Ja. Ja, so bis ins Detail, Harry, habe ich sie noch nicht mir angeguckt. Aber einiges sah schon ja sehr ähnlich aus. Gut, alles auf den Kopf zu stellen und über den Haufen zu schmeißen, wäre ja auch Quatsch. Ne? Naja, das ganze Team, doch, weiß ich nicht, war es Anfang des Jahres? Ja, irgendwann. War so ähnlich abgehauen, im Hut, ganze Schiff. Was, genau, siehst du, das ist immer schön, wenn man versucht, die Leute irgendwie so miteinander, ne, mit den Handles so zu assoziieren, ne, wer gehört wie wozu, ne. Ja, jedenfalls schon sehr, sehr stylisch hier gemacht mit den ganzen Formen hier. Ich
mit den ganzen Lichteffekten hier. Ja, genau, immer wieder spannend so zu sehen, ne? Wo kommen die Leute her und ne, wo gehören sie zu und. Ne? Das fasziniert mich auch immer. Ja, Merchant Man, wie gesagt, groß diskutiertes, ne? Ja, eine Origin, ja. Ja, SQ42 Vehicles, ne? Ah, wie gesagt, durch SQ42, ne, hat man natürlich eine Menge, ja, zurückgehalten und möchte ja nicht zu früh mit irgendwo rauskommen. The Javelin, welcome after Squadron 42 releases. So, die dicken Pötte kommen immer weiter rein hier. Aha, da ist gerade jemand im Discord erschienen. Silhouetten. Ach ja, genau, Polaris. Wie gesagt, da warte ich ja schon so ein bisschen drauf, ne? Perseus. Und wie gesagt, das ist ja auch immer, ne? Genau, Galaxy. Und achtet da mal so ein bisschen vielleicht drauf in den Inside Star Citizen Videos. So auch hier bei den Bodenfahrzeugen wurde das erwähnt und bei denen hier genauso. Das Zusammenspiel der Flotte macht es nachher aus, ne? Also nicht das einzelne Schiff, was irgendwelche besonderen Stärken hat, sondern der komplette Verbund. Und ja, das müssen dann also ja schon verschiedene Schiffe sein. Der eine, der vielleicht in die Ferne bekämpft und der andere in die Nähe. Und wie gesagt, die Polaris ist ja auch dafür da, um ja Blockade zu brechen. Das heißt, mit nach vorne zu preschen, die Torps abzuschießen, abzudrehen und dann weg. Genau, in den nächsten 12 Monaten werde ich das Ding dann hoffentlich hier mal irgendwo durchs Vers schippern lassen. Ja, also so wie sie rauskommt, ja, werdet da sehen, wie ich hier, ne, vorm Rechner sitze und den Stream anschmeiße, ne? Dann könnt ihr gerne alle mal mitfliegen. Ich brauche nämlich ein paar Ingenieure. Ja, hier wurden wieder ein paar Späßchen gemacht und mal wieder so ein paar Sachen mitgeteilt, ja, die vielleicht nicht so öffentlich waren oder, ne, wo es Jared dann auch gereicht hat. Ja, man hat gemerkt, so ein bisschen der Druck war von den Leuten so ein bisschen ab und waren schon wesentlich entspannter, ne, dass der Abend so langsam sicher zu Neige geht, ne, und ja, waren, denke ich mal, auch erfreut, dass die Community da so, ja, das Ganze gefeiert hat, was sie da so gezeigt haben, ne. So. Ja, Merchandise wieder, eine Menge zu kaufen. Ne? Jared, der da nebenbei seinen Blödsinn gemacht hat. Ja, naja, die ganzen Amis oder weitgehend Amerikaner. Und ja, nächstes Jahr, Bettina und ich, wir haben es ja schon gesagt, wenn das hier in Frankfurt sein sollte. Werden wir hinfahren. Genau, werden wir da sein, ne? Ja, der Bruchpilot bin ich nicht, also nicht der Originalbruchpilot. Wir hatten mal einen anderen Bruchpiloten bei uns, ne? Langes her, ne? Leider auch irgendwo im Vers verschollen, hat sich leider nicht mehr gemeldet. Ja, das fand ich auch mal ganz lustig, dass sie sich da mal so auf die Stühle stellen und hier so die, ne, NPCs machen. Auch immer, ne? Ganz lustig anzusehen. So, wo geht's weiter mit den ganzen... Hier nochmal so ein paar eben, ja, Rückblicke, Varianten als solches, wie es mal ausgesehen hat. Und ja,
wie es jetzt mit der neuen UI aussieht. Ne? Und das ist ja auch eine Sache, genau, ne? So sieht es ja, wie gesagt, derzeit aus. Und ja, so soll es dann zukünftig aussehen. Ich glaube, meine Frau wird sich richtig freuen über die vielen Informationen, die da einfließen. Ja, jetzt hat sie ihren Namen gehört, jetzt wird gerade gemeckert im Hintergrund. Ja, und wie gesagt, sie haben sich dann eben Gedanken gemacht, ja, wie man das Ganze ja vom kompletten Layout mal machen kann. Nämlich, ja, im Endeffekt kommen ja immer mehr Informationen irgendwo dazu. Und hier mal so eine Zusammenstellung zu machen, was gehört wohin, was gehört wozu und ja, das mal so ein bisschen zu sortieren, dass das für uns nachher ja nicht zu viel des Guten wird. Und ja, hier sieht man dann eben, ja, dass wir auch in den Helmen diese UI haben. Ne? Ah, nee, es gab nochmal einen anderen Bruchpiloten bei uns. Ne? Der Sebastian, aber der ist ja dann irgendwann mal, ne? Verschollen. Genau, leider Gottes. Ne? So, ja, hier natürlich für alle, die zu Fuß irgendwo unterwegs sind. Ich sag mal, insbesondere erstmal unsere Marines werden sich drüber freuen. Und ja, hier die komplette Einblendung der UI-Elemente, seine Mission ja dann folgen zu können. Und ja, unten links sieht es dann auch gleich sehr interessant aus. Da muss ich auch zweimal hingucken. Jetzt sehen wir nämlich schon, dass es hier eine, ne, ja, radioaktive Verseuchung in dem Sinne gibt. Also die Umwelteinflüsse werden da unten links dann immer entsprechend mit eingeblendet. Und ja, hier wird nochmal repariert und wir sehen ja, wie dann die Strahlung langsam aber sicher wieder zurückgeht. Und ja, hier wird es gleich interessant, wie gesagt, mit der kompletten Scan-Mechanik. Er ist wohl endgültig abgestürzt, ne? Wollen wir es mal nicht hoffen, ne? Wir hoffen ja, dass er sich irgendwann mal wieder meldet. So, ich glaube, ich kann mal die Heizung erstmal runterdrehen. Oder ist sie noch kalt? Ja, gleich kommt, glaube ich, das, was Urquas gesagt hatte, ne? Mit dem Scannen durch Wände bzw. hinter irgendwelchen Objekten. Genau, da ist es. Und wollen wir hoffen, dass das nicht zu sehr überhand nimmt. Lustig war eben auch dann, oder gleich, wenn er so am Schießen ist, gleich hat er nur noch irgendwie einen Schuss da irgendwie drin gehabt. War das? Sekunde, wo lädt er nach? Da hat er nachgeladen. Genau, da haben sie alle geschrien, nachladen, nachladen, ne? Gleich kommt das ja mit den kompletten, ja, erstmal das neue Mobiglas, die neue Aufteilung, sehr schön gemacht. Und auch mal entsprechend so mit den entsprechenden Icons so arrangiert, ja, wie man sich das vorstellt. Ja, und gleich geht's weiter. Genau, hier nehme ich nochmal, ja, Terminals, wo man eine Map sich angucken kann. Ja, ich finde es auch sehr gelungen, das Mobiglas. Beim Runterladen, genau, ins Mobiglas. Genau, das ist auch cool hier mit der Map. Ja, das haben die gestern auch richtig abgefeiert. Ja. Ja, und das ist ja mal das, wo ich gesagt habe, ne, sich nachher überall zurechtzufinden, haben sie hier eine entsprechende Lösung gefunden. Also, besonders für Einsteiger. Ja. Ja, man verläuft sich. Genau. Ja, naja, dann mit Streckenfindung als solches, also, ne, eine Route zu setzen,
was ja von der KI dann wohl irgendwie unterstützt wird, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja, genau. Marker zu setzen, endlich mal zu sagen, hey, hier gibt's was zu finden oder so. Irgendwelche Punkte und die nachher dann als Daten weiter zu verkaufen oder weiterzugeben an, ja, verbündete Kräfte, wenn es irgendwo um Kämpfe geht oder sonst irgendwas oder ja. Ja, Türen und aufzumachen in der Map. Ja, mal gucken, ob das so kommt. Oh ja, du musst dann während des Gehens natürlich auch wieder stehen bleiben und aufs Mobiglas zurückgreifen, ne? Genau, hier macht er, glaube ich, gleich seine Route. Genau, hier hat er dann seine Route gesetzt. Taste R, dann Set Route. Zack, zack, zack. Und schon war die Route entsprechend gesetzt. Na, und wie gesagt, alter Opa, du siehst, das ist also auch sehr intuitiv gemacht. Steht auch alles drunter. Und wenn du das dritte, vierte Mal gemacht hast, dann denkst du darüber auch nicht mehr groß nach, ob das schwer ist oder nicht so schwer. Ne? Und sicher dann auch irgendwann mal aus. No, lass mal Sonne rein hier. Ne? Ja, dann zieh dir doch mal was drüber, was hältst du davon? Mhm. Nö. Mhm. 200 Meter vom Schiff entfernt im Feuergefecht, in Deckung gehen, zwei Klicks und auf geht die klare Laderampe. Ja, ich glaube, ne. Das glaube ich nicht, dass sie das reinbringen werden. Genau, genau, es ist, also hatte ich das mit der KI da doch richtig, ne, verstanden als solches. Ja, oben links, wie gesagt, wird dann schön die Map angezeigt, so, die Karte. Und, ja, man kann dann entsprechend, ja, den Weg folgen. Ich würde es noch schön finden, wenn es noch auf dem Boden wäre und man nicht immer nach oben links schlinsen muss. Und hier sieht man, hier geht eine andere Strecke und ruckzuck wird die Wegstrecke wieder neu gesetzt als solches. Jetzt bin ich mal gespannt hier. So, warum ist jetzt die Klappe hier auf? Jetzt, da kommt die Carrick an. Da kann man nicht richtig sehen, ob da irgendwer hinterm Steuer sitzt oder so. Ja, und natürlich, ne, auf den Schiffen, gerade wenn jetzt die neuen Schiffe kommen als solches, sich da entsprechend zurechtzufinden. Ja, Orkfass, für dich wird es die Immersion killen, für ältere Herrschaften wie meine Wenigkeit, wäre es dann schon schön, den Weg dann vor der Nase zu haben. Naja, gucken wir mal. Ja, wie gesagt, Schiffe werden ja dann auch immer komplexer, die großen Schiffe, und sich da so zurechtzufinden. Und das ist natürlich mal ein schöner Schritt nach vorne. Ich erinnere auch immer nur an die Reclaimer, wo man sich auch mal ganz gerne drin verläuft. Ne? Ja, und hier das, was wir schon ja lange erhofft und uns gewünscht haben. Star Map. Genau, die Star Map. Ne? Wurde langsam Zeit. Ja.
ja, mit rein- und rausscrollen. Ja, aber nicht mit der schönen, ja genau, ist einfacher, besser, intuitiver, ne? Da haben wir ja schon lange nachgelächzt, dass die mal komplett überarbeitet wird und da hoffe ich mal, dass das eins der Punkte ist, die als erstes dann mit dem neuen Mobiglas dann hier Weg in Star Citizen reinfinden. Das hoffen wir alle. Ja. Was, nachher zeigen sie ja noch Shortcuts. Wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, kennt jeder, ist dann die Station belegt, 1000 Markern, Shortcut anwählen, man kann dann halt bequem. Genau. Ja, Jack Reacher, genau. Das Wann wird von CIG schon lange nicht mehr beantwortet. Es ist auch so, wenn zum Beispiel Coin 42 konnten ja auch Fragen gestellt werden, wer denn, als wir da waren. Und da wurde auch gesagt, alle Fragen, die mit einem festgesetzten Datum waren oder ne, wann kommt das, wird es keine Antworten drauf geben. Das ist bei CIG so. Die haben oft genug gesagt, ja, das kommt dann und dann. Und letzten Endes ist es dann nicht gekommen. Und genau diesen Shitstorm als solches wollen sie entsprechend vermeiden. Und deswegen, ja, müssen wir einfach nur abwarten und ja, hoffen, dass es wirklich schnellstmöglichst kommt. Ne? Genau. Sonst setzen sie sich ja selber extrem unter Druck. Und wie Dirk schon sagte, den Shitstorm vermeiden. Ja. Naja. Dann lieber reinpatchen, wenn sie der Meinung sind, es ist soweit. Und wir können uns dann halt. Ja, wie gesagt, ich habe das ja in den letzten Streams ja dann auch mit Bettina oft genug hier erwähnt. Wir finden, dass die Entwicklung sich doch hier, ja, dass sie wesentlich schneller geworden ist, ne, und besser geworden ist. Und ja. Von so aus gesehen, denke ich mal, wird dann hier auch entsprechend das relativ früh reinkommen. Schon alleine ja durch unseren neuen, wie hieß das, Preview-Channel, genau, wo wir dann auch mal reingucken können, was es demnächst Neues gibt, um das schon mal so ein bisschen anzutesten und die schon mal sehen, ja okay, woran hakt's und ja auch Feedback bekommen. Und danach wird es ins PTU gehen, also die haben sich da schon ein gutes System ausgedacht. Ne? Ah. Star Map sieht da eigentlich auch schon recht fortgeschritten aus. Dann halt nur noch auf den Live-Servern funktioniert. Da haben wir es schon zeitig drin. Ah, die neuen Nebel mit 3.22, wie gesagt. Genau, das hat der Kollege ja rausgehauen. Ich glaube, da wird er danach auch ja, was an Ohren gekriegt haben. Na. Wie gesagt, damit sind sie sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, der kleine Leo oder wie er hieß, der da ja voller Enthusiasmus von seinen gesamten Missionen erzählt hat. Wir hatten das ja übersetzt. Wir sind hier bald irrsinnig geworden mit seinem Redefluss. Der dann auch Angaben gemacht hat und ja, das wird auch kommen und man hört dann nur auf einmal Jared Huckabee im Hintergrund schreien, no, ne, weil er eigentlich schon wieder zu viel, ne, gesagt haben, ne. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, wann es in die nächsten Patche reinkommt, wie gesagt. Ich denke mal, dass sie mit vielen hinterm Berg gehalten haben, um es erstmal für SQ42 so ein bisschen auf die Beine zu stellen. Und wenn das ja fortschreitet, dann werden wir hier auch einen ganzen Schwung hier reinkriegen. Ne? Ja, genau, hier sind keine Sprungpunkte in dem Sinne drin. Ne? Ja, ein bisschen älter. Ja, ne, wahrscheinlich irgendwie für erstmal so den Grundbaustein von SQ42, denke ich mal.
Das wird nochmal eine leichte Umgewöhnung werden, denke ich mal. Aber da werden wir dabei sein. Und schön, ja, auch hier, ne, wenn man dann wieder 5000 Mark hat, weil man wieder mit 50 oder 80 oder 100 Leuten zusammenspielt auf dem Server, dann hier auch die Station mal rauszusuchen. Ne. Soll es ja dann auch irgendwann mal so eine Suchfunktion geben, ne, dass man dann ein paar Kürzel da eingibt. Ne. Und dann werden wir die Station besser anspringen können, ohne dass wir da immer wieder anklicken müssen und ja, unsere Partymitglieder da den Planeten irgendwie überdecken. Ne? Sind ja so unsere, ja, ich sag mal, alltäglichen Probleme, wenn man mit mehreren Leuten zusammenspielt. Korea. Wie gesagt, das ist auch das, was ich heute Morgen erst geguckt hatte, was wir gestern gar nicht mehr geguckt haben. Ja, und wie gesagt, reinscrollen, bis nachher man letztendlich im Schiff ist, ist schon echt genial. Ja, alles in Ruhe, alles einmal angucken zu können, hin und her scrollen zu können, Routen planen zu können. Informationen fehlen nachher hier natürlich noch als solches, ne, zu den verschiedenen Monden und Systemen. Da brauchen sie ja nur ein Pop-Up-Fenster. Ja, genau. Reinzaubern. Keine Schwierigkeit. Ja, das neue Mobi-Glas. Ja. Oh. Fargo, auch dir einen wunderschönen Sonntag und ja. Wir hoffen, du bist auch so geflasht, wie wir hier alle vom gestrigen CitizenCon, die bis heute Morgen ja gegangen ist. Ne? So, ist denn irgendwer von euch enttäuscht von der CitizenCon? Dann kann er sich hier gerne mal zu Wort melden oder einfach mal Minus reintippen. Und alle, die ja vielleicht erfreut sind von der CitizenCon, wir haben ja schon viele, viele Rückmeldungen hier heute gekriegt im Stream-Chat, können gerne mal mit einem Plus hier reinballern. Also von mir wird es definitiv ein Plus geben. Ne? Also, ja. Mir auch. Ich bin ziemlich wie als 13-Jähriger vor dem ersten Kurs. Ja, Force Talent sogar zweimal plus, sehr schön. Ne? Ja. So wollen wir das lesen. Genau. Ja, wie gesagt, das war dann nochmal unser Jared, der da nochmal einen nachgelegt hat und mal ein bisschen Luft nach oben gelassen hat. Und ja, mal gucken, was da heute Abend uns noch so erreicht. Ne, aha, Bettina auch sogar zweimal plus, obwohl sie immer noch nicht ihr Schiff, die Vulkan, hat. Ne? Ja, und natürlich, wie soll es immer sein? Werbung, ja, dann, wie gesagt, hier ist entsprechend nochmal Geld reingekommen vom lieben Orkfass. Wie gesagt, ob ihr da euren Namen reinschreibt oder nicht, das ist euch auch überlassen. Ihr könnt euch auch als, ja, anonymer Spender hier entsprechend reinsetzen, dann ist das auch vollkommen okay. Ne? Und dann, wie gesagt, Urquas, vielen, vielen Dank für deine Spende. Echt genial. Denk halt bitte an die Spendenbescheinigung. Ne? Wir müssen sehen, dass wir unsere Spendenlast ein wenig senken. Ne? Ja, somit sind wir bei sage und schreibe 1955 Euro. Mal gucken, was nächste Woche noch so zusammenkommt und dann, ja, geht's los. Wie gesagt, der liebe Force Talent ist auch mit dabei bei der kompletten Spendenveranstaltung. Ne? Ja, hast einen dicken, fetten Drücker. Gut, das nächste Mal. Aber keine Panik von Bettina, nicht von mir. Ne? Ja, genau, Harry Hurtig, alles top gewesen, saugeiler Einstand, StarMap besser, ne? In der Bedienbarkeit, alles optisch, finde ich, neues StarMap eher unterwältigend, monochrome Farbwahl,
durch Hologramm verstehe ich völlig, doch irgendwie habe ich auf bessere Hübsche gehofft. Naja, warten wir mal. Es ist ja immer noch Möglichkeiten, ne, Luft nach oben zu machen oder irgendwelche Sachen abzudaten. Ja, Yuki wartet noch auf ihre Apollo. Ne? Sehr gut. Ja, auch was. Genau, jeder Euro hilft. Der Meinung, wie gesagt, sind wir auch. Ne? Ja, du hast dich schon gefreut. Ne? Da kriegst du von mir auch noch einen Drücker. Ne? Erst von Bettina und dann von mir. Ne? Das muss ja noch steigerungsfähig sein mit den Drückern. Ne? Ja, wie gesagt, hier unser lieber Jerry Takebi, der dann, ne, erzählt und das und das und das kommt noch und dann, ja, lässt er eine kleine Sprechpause und alle warten drauf, dass er noch irgendwas anderes bekannt gibt und ja, er rückt nicht mit raus, wie gesagt. Auch die haben natürlich, ja, ihre Vorgaben von Chris Roberts und man muss sich immer noch ein bisschen Spannung für den nächsten Abend aufheben. Ich bin echt gespannt, was heute Abend noch so alles kommt. Ja, Stella, Tim, gib Odyssee, ja. Na, genau, Jack Reacher, genau, schöne Bilder und Videos hatten wir schon öfters, genau, bin ich mit der Meinung grundsätzlich bei dir, aber wie gesagt, die letzte Zeit habe ich so das Gefühl, ja, dadurch, dass SQ42 fertig wird, dass Turbulent dabei ist, Achso, ich dachte, du hättest was gesagt. Achso, ja, ist das wirklich im Fortschritt sehr, sehr schnell geworden. Und ich glaube, die können nicht nochmal sowas raushauen, wie mit diesen Sternentoren, wo durchgeflogen wurde und danach kommt nur heiße Luft und Kekskrümel. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, da werden die Leute dann doch verärgert drüber sein. Ne? Cyrus ist eingetroffen. Nein! Zeit. Tim, grüß dich. Einen wunderschönen. Wir müssen letztens auch die Ohren geklingelt haben. Wir haben nämlich hier Racing gemacht. Ne? Thema Racing fällt uns natürlich immer dein Händel oder dein Name dazu ein, auf jeden Fall. Ne? Genau, das wird schon. Wie gesagt, warten wir ab. Ne? Und da möchte ich nicht wissen, ne, wie viel Last da erstmal von seinen Schultern gefallen ist von Jared, als da alles dann zu Ende ging. Genau, Sterntore hatten wir keine gesehen, genauso wenig wie du, ne. Ja, Stella, Tim, wende dich dann an den Cyrus, ne, Thema Racing. Da gibt es sogar ein Modul in der Akademie zu, ne? Vielleicht wird das mal wieder in Gang geworfen, wenn der neue Arena Commander ja jetzt hier so, ne, Einzug gehalten hat. Ne? Wie gesagt, wir haben da auch mit dem Thema Racing so ein bisschen angefangen. Ne? So, jetzt hier lesen wir uns mal durch. Urquas. Ja, aber Star Citizen ist auch, wie es jetzt schon ist, spielbar. Verdammt schön. Das sagt derjenige, der nicht mehr online kommt. Ja, okay. ne, ja, aber wir haben da wirklich was Tolles in der Hand. Wie gesagt, Schritt für Schritt. Und wie gesagt, man muss auch manchmal ja, einen Blick zurück machen, was so die letzte Zeit passiert ist. Und wir sehen, ja, eine Menge ist passiert. Und von so aus gesehen, ja, man verdrängt auch einiges an der Entwicklung sehr, sehr schnell und vergisst das. Ne? Siehst du das anders, Chris? Meinung? Auch wahrscheinlich was zusammen. Ja. Ne? Ja, ne? Ja, sind weg die Tore. Genau, Onkel Floyd hat es auch gesehen. Ne? Naja, vielleicht kommen sie ja wieder. Schauen wir mal. Ne? Lassen wir uns mal überraschen. Oh. Ne? Im ersten Sprung durchs Tor. Oder, ja, genau. Oder ins Wurmloch oder wie auch immer man das bezeichnet. Ja, genau. Ah, hier nochmal kurzer Hinweis, wie gesagt, auf unseren YouTube-Kanal. Wie gesagt, sind alle Inside Star Citizen Übersetzungen drin. Wir haben hier auch eine kleine Playlist als solches. Und ja, hier Thema Stream Events als solches, wie gesagt, ist auch das schöne Video drin von unserem lieben Forsterland, der für die Worst Charity Week sich wirklich viel Zeit und Mühe
genommen hat und da was entsprechend auf die Beine gestellt hat. Ja, wir haben also ein paar Shorts gemacht zu This Week in Star Citizen, wo wir gesagt haben, ja, das könnte mal interessant werden. Und hier unsere, ja, 10 Übersetzungen, es werden ja jetzt immer mehr. Ja, dann haben wir nochmal so ein paar Shipshow-Videos als solches und unsere Streams, die dann hier nochmal hochgeladen werden für längere Zeit. Die werden dann auch entsprechend auf Facebook veröffentlicht und Instagram. Ja, wer da der Meinung ist, ja, er kann nochmal oder möchte nochmal zurückgucken, ja, kann das gerne tun. Unter anderem gibt es da auch unseren ersten Stream von vor knapp 3 Jahren, wo wir uns das erste Mal zu Wort gemeldet haben. Und ja, schön zu sehen, wie sich der Kanal entwickelt hat. Und ja, die Entwicklung findet ja nicht nur ja, hier bei uns statt, sondern ja, ihr macht da eine Menge für möglich hier und seid immer fleißig dabei. Wir versuchen uns hier durch guten Content als solches natürlich zu revanchieren und dann für alle, die hier ein Follow dagelassen haben, dann auch mal ein paar Giveaways. Denkt dran, ne, die nächste IAE ist nicht mehr lange hin im November und Bettina und ich werden dann wieder ein paar Giveaways hier raushauen und ja, uns damit so gesehen an oder bei den Zuschauern bedanken. Ihr solltet natürlich ja für etwas größere Giveaways ein bisschen zugucken und ein bisschen ja, ne, Zeit verbracht haben und nicht ein Follow dalassen und ja, versuchen hier gleich irgendwas abzugreifen. Das finden wir immer ein bisschen unfair. Aber so eine 10$ Giftcard, da kann jeder, der ein Follow dagelassen hat, natürlich gerne mal mitmachen. Wie gesagt, bedenkt, das kommt aus eigener Tasche und ihr werdet hier keine Kraken, Idris oder sonst irgendwas gewinnen. Ne? So, Jack Reacher. So, also von mir aus noch 10 Jahre, dann geht's in Rente. Ja, bei uns in 3 Jahren und 7 Monaten und einer Woche geht's bei uns in Rente. Da kann es dann gerne fertig sein. So, und ich glaube, den nächsten Zuschauer hier möchte bestimmt unser Chris begrüßen, ne? Mahlzeit, Wolpi. Hallo, Wolpi, grüß dich. Ja, Bettina sitzt hinten in der Ecke, ne? Schmollt etwas, ich darf nicht mitmachen. Genau. Jo, dann habt ihr nur davon. Nein. Noch zu tun. Genau. So, ja, liebe Leute, ne? So, Stella Tim hat sich den Wackelkopf bestellt. Genau, mal sehen, wie er sich auf dem Schreibtisch macht. Genau, du bist ja, glaube ich, bei uns auch auf dem Discord gelandet. Dann Foto und rein dann mit dem Foto in Discord. Na, kannst du ja mir mal schicken, ne? Ja. Genau, ja, gerne auch früher. Genau, ja. Er kommt jetzt auch. Ja, genau, so passt rein. Ja. Na. Ja, wie gesagt, CIG hat uns ordentlich angefüttert mit einer Menge Material. Wie gesagt, das Video am Anfang hat einen schon ganz schön umgehauen. Und dann der Rest noch hinterher alles entsprechend erklärt. War schon wirklich sehr schön. Mal gucken, ob sie das heute Abend noch toppen können. Ne? Mahlzeit, Dimo. Ach, Dimo, sei gegrüßt. Langsam fühlt sich hier der Palladium-Channel. Ja, genau. Ne? Und Dimo grüßt natürlich bestimmt auch alle anderen, die nicht dem Kartell angehören, sondern einer anderen Organisation, ne? Die ja hier immer mehr Einzug finden bei uns im Streaming-Kanal hier. Ne? Denn ja, dieser Streaming-Kanal wird möglichst frei und offen und orgafrei gehalten. Ne? So, ist aber eine Vorbestellung. Mal schauen, wann der geliefert wird. Vermutlich soon, genau. Ne? Das ist so unser. Ne? Coming soon. Ne? Ja. Bettina hat vorhin schon Werbung gemacht. Wie gesagt, 3.11. geht es hier auf diesem Kanal mit der Ladies Night weiter. Als Vorprogramm zur Ladies Night wird die Orga Merck hier interviewt. Genau, da macht Bettina gleich wieder, ne, in Großbuchstaben sogar Werbung für ihre Ladies Night. Ne, ab 19 Uhr setzt eure Damen einfach mal vor den Rechner, lasst sie mal machen. Ne, wir treffen uns oder ihr, die Damen treffen sich mit dem Geleitschutz, der wieder von Kretscher organisiert wird, in ja wirklich Bear absoluter, Lines. Genau, Bear Lines in absoluter Perfektion. Vielen Dank dafür, lieber Kretscher. Ja, wieder von denen gesichert und wir treffen oder ihr trefft euch alle im TeamSpeak
der Organisation Das Kartell. Bettina und ich, wir werden vorher ab 18 Uhr schon online sein, und zwar bei der Merck. Im Teamspeak werden wir da erst sein und da wird es ein Orga-Interview geben, das erste und ja, sicherlich nicht das letzte. Gefolgt wird das Ganze von der IHM. Die wird dann die nächste Organisation sein, die hier interviewt wird. Wir wollen dann alle paar Wochen, Monate, müssen wir mal gucken, wie wir den Zeitraum festlegen, hier mal eine Orga entsprechend interviewen und mal ein bisschen zeigen. Nämlich, ja, es gibt ja auch mehr Organisationen als nur das Kartell, wobei man das von der Größe manchmal nicht glauben mag, ne, Chris? Oh. Ne? Ja, ansonsten das Charity-Event, vielen Dank, lieber Okfas, dass du da drauf hinweist, sehr lieb von dir. Da könnt ihr nochmal auf den Link klicken, nochmal gucken, worum es geht. Ab 29.10. mal legen wir da los und erstmal am 29. werden wir Streamer da uns komplett zeigen. Und was uns natürlich freut, dass der Ainuras auch mit dabei ist. Wie gesagt, wer seinen Kanal noch nicht kennt, sollte da mal reingucken und auch mal die Hintergründe lesen. Wie er auch Star Citizen bedient, nämlich mit dem Kinn. Der bedient Star Citizen mit dem Kinn und mit der Stimme besser als unser eins hier mit High Equipment, Wirbel, Joysticks. So von so aus gesehen, wie gesagt, guck gerne mal beim Ainuras rein, lasst da gerne mal ein Follow da. Ich glaube, da freut er sich ganz groß drüber. Am 30. werden wir als Programm etwas auf die Beine stellen, und zwar die Merck mit gegen, sage ich immer, das Kartell. Da werden wir im Arena Commander so ein bisschen rumtoben. Wie gesagt, das wird jetzt hier kein Orga gegen Orga Event und keine riesen Raumschlachten oder sonst irgendwas. Wir wollen das erstmal so keep it simple halten, möglichst einfach. Und wir wollen auch nicht mit jeweils 50 Leuten da irgendwie antreten, sondern ja, diejenigen, die sich melden, melden sich. Und wenn man merkt, was weiß ich, dass vom Kartell zu wenig sind und von der Merck zu viel, dann werden einige von den Teams von Merck einfach dem Kartell zugeordnet, sodass das ausgeglichen und gerecht ist. Das gehört sich so zu so einem Charity-Event auf jeden Fall. Alles andere, was man nachher im Vers oder im Arena Commander als reinen Wettkampf dann mal richtig da reinsetzt, sieht das anders aus. Aber wie gesagt, für so ein Charity-Event wollen wir das möglichst locker halten hier und da nicht irgendwelche Orga-Clans hier aufeinandertreffen lassen und dann hier, ne, wer ist jetzt unbedingt der Beste. Ne? Wie gesagt, soll Spaß sein und soll euch unterhalten, und wie gesagt, da seid ihr natürlich beim Zuschauen recht herzlich eingeladen. Und ja, alles andere, weitere Programm werden wir noch posten. Bettina und ich haben da schon so einen Grundplan gemacht, was wir in der Zeit dann auf jeden Fall machen wollen. Wir sind dann ja im Nachtdienst und werden dann mal auf ein paar Stunden Schlaf zum Wohle des Charity-Events und der Kinder verzichten und uns hier einfach mal von Rechner setzen und euch hoffentlich unterhalten. Und wir wollen es dann auch vielleicht dann offen halten. Das heißt, ihr könnt dann gerne hier in den Discord mit reinkommen und mit diskutieren, mit sprechen, mit spielen, ne, was wir auch immer jeweils machen. So, liebe Leute, ich glaube, ja, 2,5 Stunden sind um. Genau, Chris nickt. Ja. Zufrieden. Alles wurde gesagt. Boah. Genau, alles also, wurde hoffe gesagt. Ich doch. Ja, genau, ne? Wir gucken mal, wann wir wieder für euch da sind. Vielleicht überkommt es mich heute Abend noch, CitizenCon Tag 2. Noch mal einen Stream anzuschmeißen, muss ich mal gucken, wie gut ich heute Abend drauf bin. Mal gucken, ja, bei Bettina kommt auch schon so ein zustimmendes Nicken, Daumen hoch. Na, viel Spaß wünscht es schon mal, ja, gucken wir mal, werdet ihr dann kurzfristig sehen. Vielleicht schmeiße ich mich auch aufs Sofa und genieße es da in aller Ruhe. Na, und dann gucken wir mal, was da heute Abend so weitergeht. Ansonsten werden wir uns nächste Woche, denke ich mal, wieder melden und ja, mal gucken, ne. Ja, war wieder sehr schön, fanden wir auch. Eindeutig zur Nachahmung empfohlen. Wir geben unser Bestes. Ne? Ist ja nicht so, dass wir uns hier hinsetzen und sagen, jo, wird schon irgendwie laufen. Klar gehen wir mittlerweile hier mit dem Thema Streaming etwas lockerer um, aufgrund der Erfahrung, die wir hier die letzte Zeit gemacht haben. Mit euch hat es uns heute wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viel Feedback hier im Stream-Chat. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir hoffen, wir haben keinen übersehen.
Vielen Dank an alle, die nochmal ein Follow hier dagelassen haben. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann können wir gleich mal gucken, an wen wir hier heute nochmal rüber raiden. Aber da könnten wir ja gerne nochmal, nee, obwohl Ingenious hatten wir ja gestern gemacht. Wen nehmen wir denn heute mal? Mr. Marto, wir nehmen mal. Sterneerforscher hatten wir letztens, dann raiden wir mal heute zu Mr. Marto. So, habe ich es jetzt richtig geschrieben, Mr. Ja, Marto. TV. So. Der Raid ist erstellt, ne? Wenn ihr da seid, grüßt mal schön. Auch ein Katelaner übrigens, ne? Bin ich auch so durch Zufall drüber gestolpert, ne? So, dann verabschiede ich mich schon mal, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, vielleicht bis heute Abend, ansonsten nächste Woche. Ja, ich schließe mich an, euch auch noch einen schönen Sonntag und viel Spaß heute Abend. Genau, und das Beste kommt zum Schluss. Bea, bitte. Ach Gottchen, ich habe es in den Chat schon reingeschrieben, euch einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Bis denne, tschüss.